Ja, Digga, komm. Schieß direkt und um mich drauf, da du Assi. Nee, du. Guten Abend, Daniel, Peter, grüßt euch, ihr Lieben. Das Licht ist ein bisschen dunkel. Erkennt man mich gut oder soll ich das Licht ein bisschen heller schalten? Weil es leicht dunkel ist, ja, wo fliege ich eigentlich gerade hin, Bro? Bin ich komplett abgekackt schon wieder? Sind schon die ersten unten oder was? Na, er guckt hier schon, wo ich hinfliege, Bro. Guten Abend, Family. Grüßt euch, ihr Süßen. Das Bild ist gut. Danke für die Info, Philippans. Jörg, Daniel, Christian, Habibi, Svenny, Daniel und der Rest der Familie. Hallo. 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 Bisschen Concentration hier im Early. Nach der Runde geht's los mit Subgames. Freue ich mich drauf, aber ich lieben direkt reinjoinen. War doch aber safe, einer, der den anderen komplett weggewichst, der Dude. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Ene erstmal nur, oder? Das Gas breitet sich aus. Ene ist keine. Basti, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, deine 50 Stunden, Brudchen. Matthias, grüße dich. Kevin, Namen Schnucki. Schön, dass ihr da seid, ihr süßen Mäuse. Oh, ich bis zur ersten Kiste hinkomme. Das sieht viel irgendwie auch mal komisch aus. Das haben die auch alles überarbeitet vom Design oder Grafik hier. Aber das Game verstehe ich absolut nicht. Habe ich ja gesagt, ich habe das Game jetzt mal komplett neu runtergeladen und wieder zeigt es mir, wenn ich mal im Battle.net starten möchte, einen Fehler an. Man die Powerspritze wieder, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt krieg ich gleich ein Handy, Alter. Wenn ich so abfeiern, Junge. Ich würde so ablachen, Digi. Bobby, Burkhardt, Martin, Fabi, Kevin, grüßt euch, ihr Lieben. Hallo, hallo. Hallöle. Hallöle. Oben drauf ist die Chest, Bro. Fucking Chest ist oben drauf, my man. Die Pause hat mega gut getan, Brudi. Mega gut getan. Ey, ich bin so ausgepaut mit Timmy. Und so mit den Rand wie eure Schweib in seinen Dreier, die setzen mir laufen wie Forrest, Junge. Die man hier vorhin haben wir noch Verstecken auf dem Hof gespielt. Und gerade noch Ammo, die essen alle Mann, die ganze Sippe. Das ist natürlich scheiße los für den Dude. Ich bin wirklich, Bruder, ich habe keine Platten mehr. Natürlich, Namen Schnucki, Putzeli, Bubzeli, Budili. Budili. Ich bin wirklich. Ich bin wirklich. Das ist die neue aus dem Pack and Punch, die Donnerkanone. Nee, Spaß, ist die PPSH, Digga, die ist im Shop gerade sogar offen. Allerdings halt ist der Lauf eigentlich nicht für Close Range geeignet, man spielt normalerweise den anderen Lauf. Trotzdem lasse ich die so, weil sie so geil aussieht, Digga. Guten Abend, Markus, Ralf, Florian, Rest. Oh, Bro.
Ist die Waffe voll am eskalieren, die Wumme, Digga. Aufklärung ist unterwegs. Drohne beginnt Überflug. Zum Bucknef. Zum Bucknef. Da bin Alexandra, Ralf. Grüßt euch, schön, dass ihr da seid. Oh, unter mir oder über mir ist wieder einer. Komm schon. Mann, Digga, bleib doch mal stehen, Junge, in der Luft, du. Ich treffe nichts. Ah, doch, jetzt kommt der Heli. Jetzt kommt der Eddie. Darf ja nicht geklippt werden, aber am besten ohne die Schüsse, die wir im Vorstand gefunden haben. So dass das aussieht, dass ich beim ersten Mal schon getroffen, Leute. Und wenn er fragt, was stimmt, dann sagt er einfach, Den Bock nicht, wie es abgelaufen ist. Der Dieter hat recht, der lügt nie. Der würde niemals lügen. Oh, ich eskaliere. Wir brauchen noch eine neue Ladung, Leute. Ein bisschen Ephedrin rinnt in die Ader. Okay, yes, er eskaliert! Ich komm schon nicht mehr fit, Digga. Tut mir leid, Leute, ich bin's durch, Junge. Guten Abend, Benny, mein Guter. Danke für deine 100 Sterne, mein kleiner Schnuckelhase. Renny, grüße dich. Ich bin im Theater oder was? Die Waffe leuchtet so wie mein Herz, Digga, so rot und die Liebe. Das sieht gar nicht aus wie PPSA, das sieht aus wie ein Donnerkanone, das Ding. Und also, einfach Raketenwerfer, die Kacke. Alter. Das Gas breitet sich aus. Jens, Nabeln, Daniel. Mir geht's super! Oh, mir geht's blenden, Digga. Ey, wer redet da gerade? Bist du das, Mann? Also, mir geht's echt beschissen gerade. Wie geht's dir? Ich bin gut drauf, Leute. Ich bin mega gut drauf heute. War ein schöner Tag heute mit der Sippe. Schöner Tag heute gewesen. Grüß dich, Daniel Burkhardt. Willst du auch was sagen? Musst du rankommen. Christian, grüß dich, mein Lieber. Oh, Alter. Oh, das war ein Warnschuss für alle. Die alle jetzt noch wollen, Digga. Jeez, I'm shizzle, dude. Oh, oh, oh. Nein, ich hab nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Nein! Mann! Die scheiß Tür, Mann! Der Türrahmen hat's gemacht! Der Türrahmen! Der Türrahmen ist schuld, Bro! Der Türrahmen ist schuld! Das ist für eine Waffe, das ist eine PPSH! Eine Psst! Eigentlich wird PPSH Psst ausgesprochen. Psst! Und das bitte gerne so, sag ich mal immer wieder, wenn wir Subgames machen und ihr wollt irgendeine Waffe haben. Oder ihr wollt mich fragen, wie die Psst gespielt wird, könnt ihr dem da auch Psst sagen oder ich hab nicht ein Problem. Jo, halt das sind irgendwelche Momente, die so richtig reinhauen. Christian, grüß dich. Digga, wer nimmt jetzt meine Waffe weg, Digga? Wer, Freund? Wer? Jetzt aber nochmal ausatmen, gleich liegt der Jimmy ins Bett, dann war's das mit ausatmen. Ich sag euch, das ist die Mio Mio Cola, die Schultermoodies. Wir haben da hinten auch einen weggeknallt. Wo sind wir überhaupt gestorben? Sind dann hier gestorben sogar? Ja, wehe, der hockt jetzt da noch drinnen, Digga. Wehe. Ich gnade dir Gott, Digga. Hätte ich eine Platte mehr, dann wäre der jetzt leer, Bro. Der hat meine Waffe genommen. Der hat meine Waffe genommen. Der darf das gar nicht. Der muss angezeigt werden, Leute. Könnt ihr mir helfen, den anzuzeigen? Hallo, Herr Nachbar. Dein Fenster ist doch zu, Digga. Mein Fenster ist doch zu, Digga. Warum guckt denn der jetzt so ulkig? Grüße Sebastian, Nils, Marcel. Hallo. Hi. Hi.
Hi, Dude! Wenn du hier gewinnst, geht's zurück. Das ist das Problem an dieser Welt. Hat man gute Laune, dann denkt man gleich, man ist sonst wie auf Drogen, hat man schlechte Laune, ist man auch wieder schlecht gelaunt. Was hat man denn nun für Laune? Gute, schlechte, Knechte. Grüß dich, Daniel Lumpjunge. Was geht, du alter Lumpensammler? Sie haben sie nicht wieder rausgelassen heute Abend oder was? Doch, so eine Stunde Ausgang. Mann, großer, da reicht ja die Bus zusammen, Digga. Jedes Mal klaust du mal die Pfandflasche aus dem Edeka. Das nervt, Brudi. Lass das jetzt. Grüß dich, guten Abend, mein Guter. Gib mir eine Lupe, please. Digga, hier ist eine Lupe, das ist aber ulkisch, Digga. Das ist wahrscheinlich die Lupe wie letztes Mal. Da gab es eine Lupe, die war im Bunker drin. Wenn der Bunker zu ist, kriegst du die Lupe also nicht. Das wird so eine Scheißlupe sein wahrscheinlich. Oder wir fliegen wieder dahin und holen wieder unsere Waffen wieder, Leute. Die dann nochmal testen werde, ist die MP5 wahrscheinlich. Aber nicht mit dem 45er Mac, so wie der du gerade drin mit dem 30er Mac. Bin ich hier nicht gestorben oder ist ein Haus weiter? Liegt gerade ein Ballon nach oben, der Ballon. Oh, meine Waffe liegt hier, meine Sniper. Meine Waffe hier wieder genommen. Ich freue mich so. Suche nach Vorräten. Toll, du. Die Ausrüstung. Mega. Ich habe meine Waffe einfach wieder zurückgegeben. Ich bin bei dir so, Mark, Brother. Die Toiletten vergessen sind bei mir auch jeden Tag, Digga. Ich fühle dich echt nicht gut an, Bro. Aber du siehst, ich lebe noch. Ich lebe noch, das ist Hauptsache, Mann. Wir leben alle da so vor uns hin. Suche beendet. So, da oben fliegt auch so einer von den kleinen Schnetzelten. Wo ist denn der Landel, der Älteste, Digga? Ah, seid denn ihr kleinen Faschingskinder alle hin? Ich geb bestimmt gleich ein Handy, wenn ich so blöd gucke, Alter. Jetzt los, meine Maus, Alter. Für ihr Lag, Digga, Alter. Was für ein Überlag, bra. Bonnie, Michael, hallo, grüß euch, ihr Lieben. Hallo, hallo, Dudes. Herzlich willkommen bei uns in der Teacher Family. 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 Wo ist denn der Halbstock hinter der Spasti? Ich möchte da ungern eigentlich hier über so ein Piet löwen, ey. Mit einem Jeep vorne oder was? Der Wutspritze reden. Oh, Digga, wo ist denn der jetzt hin? Muss ja irgendwo hier vor mir laufen, Digga. Ich glaube, wir melden hier was auf dem Piet, weil ich denke, ich bin's, Alter, Digga. Nur deswegen. Oh, der kommt genau auf mich zugerannt oder was? Das wird richtig schlecht, das wäre richtig mega bad, mega bad, mega bad, Bro. Der unten drin oder ist der oben drauf, Junge? Der ist unten drin, oder? Ich glaube ja. Peinlich, oder, Digga? Wolltest du so einen harten machen, Digga? Dann kriegst du nicht mal backen oder was? Dude. Nick mit mir, Bro. Nick mit mir. So, der uns vorhin abgeknallt hat, Leute. Oder kommt nochmal ein Jeep? Jetzt wird's gleich knallen, Digga, der Typ dahin, der Dude. Oh oh. Oh oh, Dudes. Komm hier nicht mehr raus, Digga, nichts tun kommt, dann war's das. Digga, warum ist da jetzt kein Headshot oder kein Schildbreak? Ich schieße ihn voll in die Fresse rein und er kriegt nicht mal einen Schildbreak, der Otto, Digga. Das ist die PPSH, Bro. Feindliche verbesserte Drohne über uns. Oh oh. Auf
ist unterwegs. Drohne beginnt über. Alter, what the fuck, bro? Das Gas breitet sich aus. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Feinde landen im Einsatzgebiet. Digga, damit habe ich nicht gerechnet, dass er da hockt, Bro, Digga. Dass er da hockt, damit habe ich nicht gerechnet, Bro. Das war so blöd von mir. Ey, tut mir leid, Mann. Mega uncool, ey. Jo, hab ich gerade richtig verstanden. Man soll mit einem harten Backen. Mit einem harten Backen. Harten Backen, harten. Man soll mit einem harten Backen. Ich kenne. Ich weiß nicht, was ist los bei dir, Digga. Brauchst du Beschäftigungstherapie oder was? Yalla Hamudi. Yalla Hamudi. Ihr könnt reinjoinen. Sub Games, ich freue mich auf euch. Guck mal, eigentlich normalerweise die MP kann man so nicht auf Close Range unbedingt spielen, weil die halt mit dem Lauf ist, höchstens als Sniper-Support eventuell. Man sollte die denn so spielen, wie ich sie hier habe, und so sieht die zwar auch noch gut aus, die Waffe, ja, verändert sich auch die Farbe noch ein bisschen und blinkt und glitzert ein bisschen, so sollte man die eigentlich auf Close Range spielen. Ist halt ein bisschen scheiße, stimmt wirklich. Aber, ja, wir spielen trotzdem so, wie sie ist, und dann haben wir Spaß daran. Michael, grüß dich, meine Kleine. Mikey, mein Guter. Was ist das? Vielen Dank für den 200 Sterne, Bruder. Freue ich mich sehr doll drüber, Mikey. Vielen lieben Dank, Dudes. Ihr dürft, ihr könnt jetzt rein. Oh, da kommt schon der Matti, Alter. Jawohl. Oh, meine Sonnenblume. Grüße. Hallo, Brüder. Allah. Allah, Allah, Baby. Wunderschön, ne? Grüße, was da? Nee, ich gehe wieder raus. Ja, gut, Alter. Sorry, Leute, Alter. Was ist denn los? Matti und Matti, Alter. Jetzt geht's los. Dennis, servus. Junge. Ich merke, man liebt sich. Oh, das ist schon Hintergrundgeräusche bei dir, Junge. Bist du mal eine Autobahnfahrt oder was, Junge? Wenn das Mic auf Stumm ist, schlage ich dir eh, ne Mann. Guten Abend, Stefan, Grüße. Oh yeah! Nein. Jo. Aber noch einem, kommt noch einer rein oder nein, sonst stelle ich jetzt das Ding. Ansonsten werde ich dieses Ding starten. Nur die Harten kommen im Garten. Du bist der Beste, Daniel, mein Lieber. Ich habe zu danken, Stubbelhase. Vielen lieben Dank für 601 Tag Treue meines Streams. Tobias, grüß dich, mein Guter. Schönen guten Abend, René. Boah, ey, Matthias, wir sind übrigens Stockgeräusche immer. Bei mir? Ja, ja, bei dir, Bro. Muss man dein Mikrofon weiter vom Mund weghalten oder so, keine Ahnung. Ein bisschen so, als ob du gerade dir einen runterholst und da reimstehen zu halb. Also ich weiß nicht, ob du das machst. Ich bringe das wieder dazu, Zuschauer. Kann passieren. Ich gehe mal kurz was trinken, wo ich glaube danach bin ich fertig mit Witzen, Alter. Danke, ciao. Hola, Babys! Assalamu alaikum, alaikum salam. So, na, Matze, grüß dich, mein Guter. Müssen wir mal machen, wir müssen mal Cola mischen mit Milch.
Absolut legendär, Leute. Absolut legendär, du. Absolut demolished. Und dann müsst ihr so richtig schlürfen, so ASMR-mäßig. Provoziert euch das ein bisschen, wenn ihr so schlürfe? Ich werde mir selber so in die Fresse hauen, wenn ich so was höre, Alter, Digga. Oh, richtig einen selber rinkicken. Manos! Hello again. Ich sag einfach halt's Maul und geh. Ih, ist ja pervers, Cola mit Milch. Du hast es noch nie probiert, Mudi, Alter. Noch nicht probiert, aber schreibst I rein. Ich hab's auch noch nicht probiert, Digga. Ich will mal gucken, wie die Reaktionen sind. Und ich werd's mal probieren. Ich glaube, ich ist die Mische gar nicht, Junge. Eine Cola-Milch, denn haben wir denn eine Cola-Milch. Weißt du was, ich probier's einfach jetzt, oder? Nee, nee, versuch ich mir die Cola, Alter. Ich überlege gerade, Cola mit Milch, kann das schmecken? Wollen wir's probieren? Ich weiß es auch nicht, Leute. Alte Cola mit Milch könnte eigentlich gut kommen, oder? Hm. Ich weiß es nicht, Leute. Wenn ich damit die Milch versaue. Keine Ahnung. Fein die Milch versaulich, ich meine die Cola natürlich. Was ist denn los? Geht das hier nicht voran oder was bei euch? Wir sind bei uns, deine Lobby. Nix. Nix meine Lobby, ihr seid drinne. Ihr seid zu hässlich, steht da einer von euch beiden. Ich stehe da drinne, Matthias ist zu hässlich mit einem Tier und zwei. Mit einem. Schmeckt nicht. Cola Milch, ich flog, weil die Milch gefallen wird. Wisst ihr was, ich von jetzt meine Milch aus dem Kühlschrank. Cola Milch, wir werden es probieren, Leute, gar kein Problem. Cola in der Milch, da guckt man mal raus. Mann. Was denn? Mach kein Geräusch, Digga. Ich mein's ernst, Digga. Das ist übel laut gerade, Leute. Wenn die Leute zuschauen, gehen die raus, weil die jetzt irgendein Scheiß da ist, Alter. Was ist denn das da bei euch, was Mann? Was soll denn sein? Mir ist gar nichts. Hier ist bei dir im Hintergrund irgendeine Kacke, weiß ich doch nicht. Hörst du doch im Stream selber einfach an und frag doch nicht alle so blöde. Ich oder? Weiß ich doch nicht mehr. Matthias, glaube ich. Matthias. Boah. Alter. Ich hab's gemischt. Ihr könnt doch reingucken, Mann, Leute. Hier. Ich hab Cola und Milch gemischt. Guck mal, wie es aussieht. Hier seht ihr das? Seht ihr reingucken? Oh, Matthias, Digga, ich weiß nicht, was mir die für Geräusche sind, Bro. Das fuckt aber gerade übel ab, Junge. Doch, guck doch im Stream. Hör doch einfach im Stream ein, wenn du redest, Digga. Digga, ich weiß nicht, was mir die für Geräusche sind, Bro. Ich hör gar nichts. Ich bin nicht aggro, ist einfach übel laut bei mir im Ohr, Digga. Da siehst du schon wieder, fliegt der Mikrofon aus, übel laut. Irgendein komisches Geräusch, Alter. Okay. Ja, dann geh ich. Ach, Alter. Ich so, Digga, was ist da gerade so schlimm? Steck dich raus und bock drum. Jetzt geht's los. Komm, ist da draußen. Was ist da gerade so schlimm, Digga? Wart ihr bei dem Discord oder nee, ne? Nee, gar nicht. Hier, sieht aus wie Milch. Also sieht aus wie Kaffee, sieht das aus, Cola und Milch. Hm. Schmeckt gar nicht so schlecht. Schmeckt komisch, Alter, schmeckt eigentlich echt gut, muss ich sagen. Man hört's auch im Stream voll. Das ist ja nicht böse gemeint, aber mir rauscht halt übel laut im Ohr die ganze Zeit gerade, Alter, und natürlich auch die Zuschauerkacke. Also es schmeckt echt gut, wer da reingeschrieben hat, das geht nicht oder das schmeckt scheiße, Digga, der hat gelogen. Milch und Cola schmeckt nicht scheiße und eklig, da kann man trinken, Leute. Ich hab jetzt, glaube ich, was habe ich denn da reingemacht? Ja, so ungefähr 50-50, muss ich sagen. Hab ich mir gerade einfach selber überlegt, Olli, Digga, Cola mit Milch.
Das schmeckt echt geil, ohne Scheiße, aber das schmeckt sogar gut. Probiert's mal aus, Herr Kutter. Probiert die Kutter an Milch bitte aus. Probiert's aus und sagt mir, wie es euch schmeckt. Digi, du willst das mit mir alleine spielen? Nein. Wir wollen nicht, muss nicht. Was, Alter? Boah, Alter. Das wird schon, Digi, das wird schon. Kriegen wir schon ordentlich versaut, die Scheiße hier. Besser. Mir schmeckt das sogar, Leute. Schmeckt zwar jetzt nicht unbedingt, also schmeckt gut. Es schmeckt so wie, weiß ich nicht, wie Tee mit Milch halt. Nutzt die Zeit, um ein bisschen zu üben. Der Einsatz ist ja Kohlensäure drin. Warte mal. Ich gebe jetzt extra meine Milch auf und die Cola. Und ihr sagt nicht, was da drin ist. Und ich lasse es meiner Frau kosten. Okay, meine Frau kosten. So machen wir das. Die Leute. Und sie sollten das Mikrofon sagen, ob es schmeckt oder nicht, okay? Wollen wir so den Deal machen? Der Feind schmeckt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel. Na, bei euch ist doch viel, viel leiser das Geräusch, wie es bei mir ist. Weil ihr habt einen Filter am Stream eingebaut. Ich nicht. Das war übel laut für mich und störend. Richtig dolle sogar. Das würde ich ja nicht so reagieren. Das war übel laut, Digga. Wir machen einen Deal. Ey, Daniel Schnucki. Vielen lieben Dank für deine 100 Sterne, Bro. Freue ich mich sehr drüber, Schnuckel, Alter. Vielen lieben Dank. Matthias, du alter Bock. Jetzt komm wieder ran, Junge. Mach deinen scheiß Hintergrundgeräusch da weg. Auch, Digga, irgendwie auch nochmal 500 Sterne, Brudi. Brudi. Freue ich mich sehr doll drüber. Dankeschön für deinen Support, mein Guter. Vielen lieben Dank. Wir machen jetzt den Deal. Habt ihr ja gehört, ja? Ich lasse meine Frau kosten. Und ich sage vorher nicht, was da drin ist. Und sie soll die zwei Komponenten erraten. So machen wir das, Freunde. Selbst wenn es Durchfall gibt, meine Frau ist ja laktoseintolerant. Streamst du morgen Modern 2? Warum morgen, Leute? Wie kommt ihr auf morgen alle immer? Verstehe ich nicht. Es soll die Beta draußen. Nee, die Beta kann man für PC erst am 22. zocken oder so. Ist doch drinnen, bevor man startet, zeige ich euch gleich, Leute. Warte mal, markier mal irgendwo hinten, Matthias, bitte. Guckt hier. Hier steht Beta spielen am 22. September steht das hier. Der Vorabzugang. Für PlayStation kann man früher wahrscheinlich wieder, Leute. Bei PlayStation hat immer noch ein Deal halt, ja, mit Activision. So, dass ihr halt, früher kam immer das immer eine Woche früher raus. Das ist jetzt immer noch so, dass PlayStation immer eine Woche früher Zugang hat zu den Betas. Dafür ist aber PlayStation jetzt teurer als Xbox und Co., weil, ja, Microsoft gekauft hat, Activision aufgekauft hat. Das Primärziel ist, alle Freunde auszuschalten. Ja, hab ich ja gesagt, am 22. 23. ist die Bilder, Bro. Und dann werde ich natürlich auch zocken haben, Modis, aber leider habe ich keine... Bist du das? Der vorne Scheibe, Bro, die sind vorne drin. Leider habe ich, keine Playstation. Ich hab nur Pistole. Ich geh da rein, Bro, ich hab alles. Ich hab den, Bro. Noch einer? Ja, bei mir hier am Haus, genau bei mir, Klaus. Klaus am Haus, hier rechts in der Ecke bei dir. Was hier, Alter? Komm her, Matthias, Platte für dich, Bro, hier. Ja, ich hab einen. Nee, aber keine. Schnappt euch die Panzerung. Hab von Oma noch was geballert. Digga, ihr wisst, meine Frau war nicht dabei. Ich lasse meine Frau erraten, ob sie das schmeckt. Und meine Frau soll auch sagen, ob es gut schmeckt. Weil mir hat es wirklich geschmeckt. Also, es ist kein Spaß. Ich will jetzt nicht nur sagen, ich wirke es mir runter, sondern ich habe es getrunken, weil es mir schmeckt, Leute. Und ich kann es gerne mal vor der Kamera machen, wenn ihr in einem normalen, transparenten Glas, wenn ihr das wollt. Gar kein Problem. Weil es schmeckt wirklich gut. Das ist halt immer, man hört es immer und sagt erstmal I. Aber probiert es trotzdem noch keiner. Deswegen kann man euch vorher nicht I sagen. Ich kann auch nie sagen, dass Scheiße schmeckt. Bloß weil Scheiße riecht. Muss man vorher probieren, Bruder. Was soll ich sagen, Junge? Lass mal hochgehen, damit sie looten. Komm. Hey, Florian. Vielen dicken Dank für deine 100 Sterne. Freue ich mich sehr darüber. Danke für den Support, Brudi. Vielen lieben Dank, mein Junge. Oh, da muss die Kiste, da müssen wir hin, Brudi. Komm, wir machen einen off the fly with the ballon. Was ist denn los? Bist du jetzt eigentlich markiert oder was, die? Das Gas. Mensch, komm so da rein, mach deinen komischen Scheiß, weil die Lader da hinten aus. Das ist auch Anbau bei dir. Ich weiß es doch nicht, Bruder. Kannst du dir nicht sagen, Alter. Was war so laut? Und er sagt halt, man weiß nicht, was das ist. Und keine Ahnung, Digga. Das war übel laut, Junge. Eine. Jetzt spielen wir nochmal PPSA oder wenn wir jetzt mal
Sind wir die? Wir sind alle in der Sicherheitszone. Das ist auch so, dass ihr das hier machen könnt, zwar mit der so. Ach, hier ist er mal rüber, ne? Ach du dicke Scheiße, Digga. Wichser. Ist alleine. Muss noch einen Kumpel haben? Team. Ein Deutscher, aber muss auch einen Kumpel haben. Claymore drin gefangen sogar! Ein Wichser, ja, Digga, Alter. Alter, was für ein Move, Digga. Voll outplayed, Digga, aber übelst outplayed, Bro. Das passiert nicht nochmal. Wie trocken ich das immer raushau? Na, Digga, ich bin halt so ein Mensch, wie ich bin. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin eine Großschnauze. Sag offen und ehrlich, was ich denke. Knall weg, du Made. Aber bist du krank, Daniel, Digga? Du ekliger Hund, Digga. Ich kenne den Scheißfilm. Bist du eklig oder was, Bro? Erwähnen sollte ich im Chat hier. Das ist schon krank. Der Film ist so verboten mittlerweile, Bro. Sauber gemacht, Brudi. Oh, sind viele richtig durch, Junge. Was hast du? Cola-Milch? Ich hab Cola-Milch getrunken. Ja, schmeckt sogar gut, Digga. Das ist die PPSH, Bro. Chloe. Danke für die 50 Sterne, Brudi. Schatz! Komm mal kurz runter, nur Zeit, das ist eine Minute! So, mal gucken, was meine Frau sagt. Ob sie erstmal die Komponenten errät und ob meine Frau auch errät, oder ob meine Frau auch sagt, ob ich schmeckt gut oder schmeckt schlecht. Ich bin echt gespannt, Leute. Wollen wir sowas machen? Wir machen das jetzt so. Wir machen jede Woche, lade ich am Freitag oder am Montag ein Video hoch und ihr schreibt mir drunter, was ich trinken soll, was wir mischen. Zwei Komponenten immer, nur zwei. Und die am meisten geschrieben haben, die probiere ich am Wochenende, am Freitag für euch aus. Wollen wir das so machen? Jede Woche was Lustiges, egal was ich bestellt sollte. Hey, vor uns, schütt gerne runter, Bro. Genau vor mir, ja, genau vor mir. Hä? Ja, warte, ich muss kurz verstecken. Du musst eben mal was für mich machen. Hallo Timmy, mach ruhig den Ventilator kurz aus. Versteck mich hier kurz im Busch. So, du musst jetzt was für mich probieren, Hase. Und dann musst du ehrlich sagen, komm mal her. Komm her. Du musst aufstehen dazu. Du musst aufstehen dazu. Komm mal her, Timmy. Komm mal her. Feindliche Drohne ist aktiv. Hab den Sammelpunkt markiert. Nö, Timmy. Ich hab doch jetzt nicht gesagt. Dann bring mir erst ein Bett. Ja, komm, dann kommst du runter. Sag mir einfach kurz, wie es dir schmeckt. Komm mal näher ran hier. Sag mir kurz, wie es dir schmeckt und was du rausschmeckst. Warte mal, schmeckt es dir? Cola. Was noch? Och, der Sieg. Schmeckt es gut oder nicht? Beende die Mission. Schmeckt es gut oder nein? Jo. Und was ist da drin? Was schmeckt das? Was schmeckst du? Cola und was Weiches. Das ist Cola mit Milch. Oha, wie kommst du da drauf? Aber schmeckt gut, oder? Kann man trinken? Sag ich ja. Kann man trinken? Habt ihr das hier was? Also wir sind zwei, ne? Ich wollte es mal probieren. Im Haus? Ja, wir nehmen mich was. Hey. Es gibt heute keine gute Nacht. Nee, meine Böse ist ein bockig. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Siehst du? Wir können auch Essen machen, wenn ihr wollt, Leute. Wir können auch Essen machen. Wenn ihr wollt, oder wir haben heute. Welchen Tag haben wir heute? Wir haben heute Mittwoch. Und, lade ich morgen früh, ihr müsst mich daran erinnern, schreibt mir gerade Nachrichten, ein Video hoch, wo ich sage, ihr könnt kommentieren, trinken oder essen, zwei Komponenten, diese werde ich bestellen. Ja, denn es ist jetzt ein Kurbelsteak für 400 Euro, das natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine und dann probiere ich das aus, Leute. Dann probiere ich das aus, dann machen wir jetzt jedes Mal, jede Woche. Morgen Wasser und Ketchup gebe ich dir. Digga, ich werde es probieren, no problem. Aber es wäre schon auch gut, wenn ihr Sachen probiert und wirklich wissen wollt, wie was schmeckt und nicht bloß um zu sagen, hier, das ist eklig, Bro, wisst ihr? Und du sitzt jetzt damit die Scheiße da, du sitzt dich jetzt anekeln da so selber.
Das ist so krank. Ach, Digga, sind die Warm-Ups, Müri? Sind die Warm-Ups, dude? Dude, da war doch noch ein Job hier irgendwo. Lass mich in den Job rennen. Lass mich durch, er will leben! Frankenstein ist ausgebrochen! Sorry, Navio. Deck denn jetzt ins Spider noch nicht probiert, Digga. Können wir machen. Da gibt's doch so einen Typen, habe ich mal bei TikTok gesehen, der macht zum Beispiel Wodka und lässt das eine Woche mit Wodka zum Beispiel mit irgendwelchen Gummitieren stehen oder mit irgendwelchen anderen süßen Sachen, mit Kinderschokolade oder Toffifee. Und klingt das denn, Digga? Bin ja auch übel geil, den Dude. Und ihr seht gerade selber, meine Frau sagt, es schmeckt Milch und Cola. Sag ich ja, es schmeckt echt nicht schlecht, Leute. Also ohne Kack, ich trinke es gerade und mir schmeckt es wirklich gut sogar. Ich werde es jetzt nicht öfters trinken, aber es ist auf jeden Fall eine Mische wert. Und dazu dann noch Likör 43, das wird, glaube ich, richtig geil schmecken. Ich komme erstmal kurz in der Platte hier. Dann müssen wir mal gucken. Ich habe die unten, ja, ganz normal hier. Guck mal, die Lupe jetzt hier noch fertig unterwegs. Knabeln, Kalin. Kito, naja, wenn ich schon mal was. Ja, denke ich auch. Hier ist nochmal Rucksack, Digi. Und Waffen liegen ja auch eingebaut für dich. Nice. Das ist gut. Rucksack war leer, aber egal. Ich leg dir noch eine Platte raus, aber das sind zwei erstmal wenigstens das. Wir kriegen eh noch einen Rucksack mit 8 Platten drin, dann können wir nochmal aufteilen. Jackie und Milch interessieren. Jack Daniels und Milch oder was? Okay. Na, wie gesagt, wer die meisten Kommentare hat, das hole ich mir denn. Weil es ist natürlich auch eine Frage des Geldes, was ihr mir da raushaut. Ich kann ja nicht jeden Tag da eine Pulle so kaufen, so kaufen. Aber wir werden das jede Woche machen und die meisten Kommentare, die, sag ich mal, übereinstimmen, die, da hole ich mir jede Woche dann was. Das machen wir jetzt jede Woche. Montag kommt ein Video. Freitag sauf mal den Scheiß. Bei mir aus liege ich irgendwas ein, Cola mit Gurken, ist mir scheißegal, Digga. Und dann probiere ich die Gurken, ist mir alles kackegal. Richtig crazy Kombos. Hab ich voll Bock auf sowas. Guck mal her, Bruder, die Platten brauchst du ja auch noch mal. Guck mal, wie viele Platten sind da noch drin, ne? Ja, ist mir das Kopfgeld an. Oh, 6, reicht schon. Kopfgeld ist ja oben. Mayen, Enrico, grüß dich. Bisschen nach meinem Tag heute mit Zähne im Klinikum. Oh, dann mal gute Besserung. Weisheitszähne oder welche Zähne, Brudi? Schön kühlen, das ist ganz, ganz wichtig. Das sieht aus wie ein Hamster. Habe ich damals auch nicht gemacht. Ich habe zwar gekühlt, aber erst einen Tag später. Ich habe so fette Wangen gehabt, Bro. Ich hol mir mal zwei Rucksäcke, Digga. Jetzt habe ich meine Waffe weggelegt. Was ist denn jetzt los? Wir müssen mal gucken, wie wir es jetzt anstellen, wie wir da hoch am besten kommen. Kann ich außen links lang move'n. Eiswürfel aber nicht vergessen. Wann kommt der? Ich glaube nächste Woche Donnerstag kommt der Eiswürfelmensch schon beim Kühlschrank. Und der soll uns einen Wisch unterschreiben oder schreiben, dass das zum dritten Mal die Eiswürfelmaschine kaputt ist. Und Otto entscheidet dann, ob wir eine Gutschrift kriegen für den neuen Kühlschrank oder ob wir uns direkt einen neuen Kühlschrank zuschicken. Weil das ist dreimal innerhalb der Garantiezeit, haben die gesagt, dann schicken wir uns was Neues zu. Digga, Alter, ich kaufe nicht in Köln einen Kühlschrank, ab, bis die Garantie abgelaufen ist und dann habe ich Pech. Und da oben fliegt eh, ne? Ja, habe ich schon gesehen. Ja, mein Aim ist jetzt nicht das Beste gerade, das ist unser Kopfgeld, Bro. Ich will mal warm werden. Ein Cousin von mir schwört auf Salami-Brot mit Nutella. Meins ist das nicht, nee. Ich würde es probieren, aber ich weiß jetzt schon, dass das auch nicht meins wäre, Digga. Was zum Beispiel geil ist, ist so Magerquark mit Marmelade, hat meine Uhr immer gegessen. Das schmeckt wirklich gut, muss ich sagen. Aber jeder hat da andere Geschmäcker, Digga. Naja, können wir schon machen, Digga. Shit happens, wenn nichts anderes zu tun. Cola mit Wodka, bitte. Das hab ich auch schon mal probiert, Digi. Patrick, mein Schnuckelhase. Champagner und Wodka, mein billiger Vorschlag. Champagner sieht ja immer teuer, bloß halt Champagner. Es gibt billigen Champagner. Und ihr könnt mir glauben, ich habe Freundeskreise hier, die haben alle Cash ohne Ende. Da habe ich schon sonst was für teuren Champagner gesoffen. Teilweise eine Pulle für 800 Euro. Und der schmeckt nach Pisse, Digga. Der schmeckt ein scheiß Billigsack manchmal besser. Könnt ihr mir glauben. Das ist nicht so, wie man immer denkt. Alleine für meine Familie, für meine Frau und meine Schwiegermutter habe ich vor 2 Jahren 2 Champagnerpullen geholt. Und die haben alle haben gesagt, meine Familie, das haben sie nicht geschmeckt. Überhaupt nicht. Keiner von denen. Digga, krieg doch mal den Bogen, Junge! Vor mir? Die laufen, der steht da am Shop rum gerade. Ja, ich bin nicht schnell genug, Vater. Feindliche Drohne, Bro. Luftschlag auf diese Position. Der rennt wieder weg, der Huse, und ich mache einen Luftschlag, Bro. Warum mache ich das, Digga? Ohne Drohne, Bro. Die fighten selber, Digga. Aufklärung ist unterwegs. Ja, hier, da ist einer. Ich
Oh no! Ist K.O.? Nice, da kommt noch einer, da ist noch einer gewesen rechts. Der geht den retten, glaube ich, oder? Ich habe was gehört jetzt, ne? Noch einer? Ja, irgendwo hier. Der Kopfgeld ist ja weg, der andere Dude. Der ist ja abgelaufen, der war nach oben gelaufen, das Kopfgeld. Ja, er kommt hier hinter uns. Hier. Bin dem Feind auf der Spur. Sind die nicht? Ey, man sieht nichts durch die scheiß Laserstrahlen! Mann! Alles gut. Nimm mich jetzt aber gut. Kannst du den bitte holen, Digga? Der ist low gewesen, der Wichser. Ja, Digga, da wo ich gestorben bin, Schnuckelhase. Genau links unten. Genau unter dir links, Digga, ist der. Ist er hinter mir wahrscheinlich schon. Digga, der ist nicht mehr hier. Guck mal nach links von dir, bitte, Bro. Ja, der ist hinten. Komm. Alles Freaks sind das denn wieder. Ich sehe nichts durch die scheiß bunten Strahlen. Ja, macht man da oben hier in Wasserköpfe. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ja, Digga, die treffen auch noch die Nutten, Digga. Oh, wisst ihr was, Digga? Ich geh mir nicht auf den Sack da. Ja, Alter, ist gut, Mann. Deiner verhurten Scheiß Gurenko, dieser Jammerlappen, Alter. Überlebe, dann darfst du wieder in den Einsatz. Zeit zu kämpfen. Jetzt bist du dran. Bereit machen. Jetzt musst du erstmal warten. Das ist alle. Ich wünsche, es kommt. Ich wünsche, das Vorprogramm hier bei der Kombo. Bei mir gibt es Augustinerbier, ja, natürlich. Bei uns im dunklen Deutschland gibt es nichts trinken, Brudi. Wir trinken alle nur Wasser aus der Leitung. Spaß muss sein, mein Sonnenschein. Servus, Markus. Grüß dich, mein Guter. Alter Verwalter. Was ist denn das jetzt hier? Hallo? Der ausgebockt, Matti, und kommst du wieder? Oder was ist jetzt los bei euch hier, die Eierköppe? Alle Nachrichten gelöscht? Was ist denn da los? Jägermeister, Bro. Augustiner mit Jägermeister. Ein Kurz mit Maggi auf Ex. Ja, aber macht aber nicht so viel, Maggi. Da reichen ja wohl 8-9 Tropfen. Würde ich sogar noch machen. Moin, endlich wieder zocken. Der Maggi hier ziemlich rollen. Ich dachte, der Maggi. Ich liebe Maggi sogar richtig dolle. Hier ist der Maggi zum Beispiel auf Toastbrot, auf den komischen Flussmann, wo der sich Maggi einfach so. Doch, übel lecker, Digga. Oder zum Beispiel Ei, auf Ei drauf. Eklig. Maggi auf Eis, geil, Digga. Nein. Natürlich, René, kannst du mitzocken. Doch. Absolut geil. Warte mal, kommt gleich die Kiste gleich runter, oder? Mach mal kurz das Fenster offen, Alter, damit hier warm wird. Weil die Schlüssel haben. Wollt ihr sagen, runter? Okay, Maggi auf Eis, geil, wir verstehen uns blind. Also das, wenn, also wisst ihr, wie ich meine, wenn... Wenn nicht jetzt, sondern also... Dann, aber du kannst doch mal diesen schönen schwedischen Fisch da probieren. Mit nein, so nein, nein, nicht diese Soßströming hier, Potze, Digga, Alter. Leck mich am Arsch, Junge. Ey, da ekel ich mich richtig wieder von, Alter. Und dann dazu noch diese Stinkfrucht. Ja, natürlich. Die gut schmecken soll. Ja, wahrscheinlich, aber wenn Digga, die Nase nimmt den Geruch auf und teilweise teilt sie damit den Geschmack. Und wenn die Scheiße stinkt, Digga, dann frech ich das doch nicht, Junge, Alter. Free Devil, Mann. Da habe ich schon davor einen Ekel.
Da kriegst du davor schon einen Ekel im Gehirn, im Kopf, weil dir der Nase sagt, da stinkt, der schmeckt das. Oh scheiße, hundertprozentig, Digga. Aber du hast ja gesagt, zwei Komponenten, das sind noch zwei Komponenten. Ja, am besten noch Surströmming ausdrücken in den Glas und dann mit Wodka mischen und runterkippen, Digga. Na klar, machen wir das, Junge. So wird's gemacht und nicht anders. Oh, hier geht's ab, Brother. Brother and sister, your brother and father. Da-da-da-da-da-da. Oh yes. Oh, yeah. Ich dachte auch, das schmeckt gar nicht mehr so schlecht. Er sagt, das ist ziemlich geil. Ja, Digga. Gibt wahrscheinlich so viele verschiedene, Digga. Hundertprozentig, Junge. Ich meine, manche übertreiben ja auch wirklich. Die haben das nicht mal aufgemacht, da kotzen die schon. Also keine Ahnung. Das ist ja ein bisschen zu übertrieben behindert, Digga. Entweder ist man da ehrlich, ja, was man entweder schmeckt es oder schmeckt nicht und dann braucht man nicht irgendwas vorspielen. Ich würde euch niemals euch einen Horrorfilm vorspielen oder ein Horrorspiel und mich erschrecken, ob ich mich nicht erschrecke. Genau dasselbe würde ich auch nicht machen mit dem anderen. Entweder ist es eklig und ich reiche und ekel mich und mache. Oder ist es halt nicht eklig und dann mache ich auch nicht so, Alter. Kloppte Kacke, Mann. Kann ich wiederbeleben, wenn ich irgendwo einen Einkaufswagen hätte? Ist hinter dir. Ach da, lol. Schaff ich denn noch? Aber oben Sniper, ne? Ist egal. Die Zone, das schaff ich glaube ich nicht mehr, Digga. Mal gucken. Wenn ich nicht, nee, ich schaff's nicht mehr. Gucken wir doch mal. Könnte es so sein, dass mich das Pack denn da oben wegknallt? Danke dir. Bitte, bitte, Bro, flieg einmal zur Kiste, wenn du es noch nicht schaffst. Du bist direkt orange. Digga, du bist. Digga, Alter, ich lande auf dem Baum, Alter, voll runter. Du bist so ein richtiges Prachtexemplar, bist du. Jo, über mir fliegen welche, Digga, ich bin gleich tot. Immer mit den Profis, Junge. Immer mit den Profis. Gin mit Senf. Ich mit Gorken, was soll ich? Ich würde es machen. Wie gesagt, ich lade morgen ein Video hoch. Josh, oh, da wird der Land einer, Digga. Ja, genau bei mir. Ach, Mann. Der hat eine Pistole. So eine für dich. Dein Christ ist da. Snipen von oben, Alter. Allah, Allah, Bibi! Jungs, beruhigt euch! Ich bin da, ich helfe, wo ich kann, Junge! Mit kleinen Sniper-Heinis alle! Für mich gehen wir auf dem Dach sitzen! Das sind sie! Das sind mir die richtigen hier, du! Jetzt doch im Wurfshop, ich würd's fühlen, Junge! Oh, eine Ausrüstungskiste, lol! Was, wo landen denn Feinde? Tobi, Grüße! Da holen wir Drohne oder holen wir gehärtet, Alter? Was ich denn jetzt hier macht? So gehärtet. Das Gas kommt näher. Noch ja, bringt mir das jetzt. Noch einer runter, ne? Will das auch einer? Oh.
nicht nochmal. Das Gas kommt. Feindlicher Clusterschlag, passt auf eure Köpfe auf. Feindlicher Clusterschlag, passt auf eure Köpfe auf. Feindlicher Präzisionsschlag, aufpassen. Feindlicher Präzisionsschlag, aufpassen. Ach nein! Ach, Scheißendreck, Alter, Scheißendreck. Das nächste Mal wird es anders. Ah, Scheiße, Brother. Scheiße, Moment. Holy shit, bro. Warten wir mal kurz. Gucken wir mal, wer reinkommt, Brudies. Draußen ist er wieder. Listenaktualisierung. Ich hab wieder Geld investiert, Gussi, ich wollte zwar nicht mehr, ich hab's aber. Eigentlich sieht die noch geil aus, die PPSH. Aber ich musste die ein bisschen umbauen. Ach lieber Haier, Digga. So sieht die normalerweise aus, Digga. Du kannst ja die Wild Sniper Support spielen, Bro. Ich halt im Thumbnail drin hab. Ist aber doch. Warum ist noch schon wieder Listenaktualisierung? Ich weiß es doch auch nicht, Mann. Bra. Juhu. Hi, Ro. Hi, Ho. Hallo, Volker. Wir sind vergnügt und froh. Machen das mal drauf und gucken wir mal. Namen Nicolo, danke dir, Patrick. Ja, ist besser, ist also es, Digga. Wenn noch zwei reinkommt, dann schmeiß mich einfach raus. Ich gehe noch rauchen. Jo, gemacht, Chef. Ja. Ja, ja. Ja, ja, mein Freund. Grüße dich, Boyki. Hello. Hallo. Eine Runde kann ich mitspielen. Sehr schön. Du bist ein Mogu, Enrico, Digga. Matti jetzt komplett out of order. Ja, Matti ist jetzt out of order, Digga. Ich weiß nicht, was das Geräusch war. Das war halt so laut, Digga. Tut mir auch leid für den Dicken. Kommentar wurde entfernt. Wurde Kevin jetzt gesperrt oder was? Kevin ist gar nicht mehr im Chat da. Irgendeiner muss ihn ja gesperrt haben. Einstellungen. Hey Leute. Na, bin Niklas, mein Guter. Grüß dich, Brudi. Gucke mal ganz kurz nach. Darf ja nicht passieren, sowas, Leute. Nicht erlauben. Wo haben wir denn hier die Blockierlisten, Alter? Stream-Ad-Checkliste.
Kevin gesperrt oder was, Leute? Ich hab CD vorbestellt schon, Gusti, vor ein paar Monaten schon, Bro. Natürlich kannst reinkommen, Nikolai, dann let's go mit dir. Hab ihn endlich für Dankeschön, Matthias. Einfach mal eine kleine Entschuldigung von Ramona. Ja, ist ja nicht lustig, finde ich jetzt unbedingt so, weißt du? Darf nicht passieren, sowas. Das darf nicht passieren, sowas, Freunde. So, bin da. Let's go. Nikolai. Nicolo, Junge. Nicolo. Nicolo. Guck mal in der Küche. Irgendwie habe ich gerade echt fett Armut gegessen und trotzdem wieder Hunger, Alter. Irgendwie richtig fett Hunger. Was macht mein Weibchen die Zeit, um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. So, Kevin, jetzt benimm dich mal bitte die Runde. Ich hab Paketverlust 12%, Leute. Echt? Jo. Ich glaube, die Runde können wir nochmal neu starten, Leute. Ich bring jetzt hier mit raus. Ich meine, ihr müsst eine neue Runde. Ich werde auf jeden Fall keine Leistung bringen, weil sowas von leckt gerade. Wenn ihr entscheiden, ist mir egal. Entweder starten wir neu oder spielen weiter. Also das war jetzt quasi eine Frage an euch. Er kann ja neu starten, wenn es so Schwierigkeiten hat. Ja, wie das leckt, das ist egal. Ich spiele auch so weiter mit den Schwierigkeiten. Hier nur darum, dass ich euch keine gute Runde bieten kann, denn. Hab ich neu, wenigstens einer, der hier redet, alle anderen haben ja keinen Mund, Junge. Meine Güte. Kommst du rein heute oder was, Kevin? Da freue ich mich, Digga, oder was? Wir warten, bis jeder da ist. Dauert manchmal ein bisschen. Dauert manchmal immer ein little bit. Ein Fotografier. Ein Fotografier? An den Tag machen, jo? Hallo, hallo. Hallo, könnt ihr mir anhören? Dann sagt hallo. Da war noch niemand da. Warte, ich klopf nochmal. Hallo?
Was ist denn los mit den anderen Jungen? Schlechte Laune oder was? Mal ein bisschen Spaß am Modus, traut euch. Ihr seid nichts nicht mit eurem Gesicht vor der Kamera wie ich, das ist noch schlimmer. Ich sehe dabei noch scheiße aus, ihr hört euch so scheiße an. Aber beides zusammen ist noch tausendmal schlimmer, Leute, wenn man einen sehen kann, wie man so hässlich ist. Hallo? Das ist voll hässlich, Digga. Aber ich zeig mich trotzdem, ich bin gerne hässlich. Ich bin schon immer hässlich. Ich habe nie was anderes gesehen in meinem Leben, Digga. Was ist denn los, Mann? Wo ich geboren wurde, haben echt überlegt, ob sie mich hässlich nennen, ja. Gerade noch so rumgekommen. Du hast doch eine Taube auf dem Kopf. Ich habe eine Taube auf dem Kopf, die hat zum Glück nicht auf dem Kopf geschissen. Weil das ist unregelmäßig, unregelmäßiger Dünnschiss ist das. So, ich habe jetzt hier für meinen Bruder seinen Aim-Controller, den ich ihm zum Geburtstag geschenkt habe, für sage und schreibe 83 Euro, habe ich Pedals gekriegt. Seht ihr das in der Kamera? Pedals und das Ding hinten. Die Pedals hätten, glaube ich, 30 oder 40 Euro gekostet, haben sie zum Glück kostenlos zugeschickt, weil der Controller schon nach 2 Tagen kaputt war. 2 ganze Tage. Da ging die Farbe hinten ab, die Pedals abgebrochen. Also ich weiß nicht, irgendeinen Controller werde ich für mich wahrscheinlich garantiert nicht mehr bestellen. Da bleibe ich lieber bei, weiß ich nicht. Beim PC gibt es ja auch diesen Wolverine-Controller, wie der heißt. Der sieht von Razer auch richtig heftig aus. Kannst auch die Sticks mit Magnet abstecken und ranstecken. Und die sind auch größer und kleiner. Du hast die Pedal hinten dran, die können nicht abbrechen, weil die sind integriert in den Controller. Genauso auch wie der SCUF Infinity, ist auch übel heftig. Aber ich warte noch ab, bis der PS5 Pro Controller rauskommt. Da denke ich mal, geht's richtig gut zur Sache. Der wird, glaube ich, richtig gut sein. Ich höre mich manchmal doppelt bei dir, Matthias. Aber nur manchmal nur leicht. Okay. So. Namen Kevin, grüß dich. Nee, alles gut. Für dich Musik noch sehr viel üben. Bist du behindert? Komm nicht so mit rein, Digga. Was ist denn da los? Einmal Familie oder nicht? Oder was ist denn jetzt hier los mit dir, Kevin? Nächste Runde kommst du bitte rein. Hast zu erscheinen. Danke. Danke, tschüss. Ich spiel auch den Lappen. Mach trotzdem mit. Naja, aber ich kann sagen, Alter. Mach dies auch noch Minenfutter. Nee, Spaß. Keine Ahnung, ob Stock und Stein drin ist, Digga. Der PS5-Controller, hat aber nur 2 Tasten. Der PS5-Controller hat nur 2 Tasten, das weiß ich. Ich habe ja bei meinem SCUF-Controller auch nur 2 Tasten. Was soll ich mit 4 Tasten? Ich wollte ja bloß generell, ich bin da sogar besser mit 2 Tasten als mit 4. Weil ich ja komplett durcheinander komme, Alter. Echt? Ja, doch, definitiv, viel besser. Ich brauche ja bloß springen und ducken, mehr will ich ja gar nicht haben. Mehr will ich gar nicht haben. Springen und ducken würde mir komplett reichen. Nee, nichts von SCUF Gaming, das sind die besten Controller, Digga. SCUF Gaming, da habe ich einen noch zu Hause, 2 Stück. Auch richtig fett alles gemacht für 340 Euro. Die Pedals sind nur abgebrochen, nur am Abbrechen, die Pedals. King Controller baut wirklich am besten. King Controller baut am besten. Die bauen die Pedals so, dass die gar nicht abbrechen können. Kann ich euch gerne mal einen Unterschied gerne zeigen, wenn ihr die sehen wollt. Habe ich alle hier im Schrank liegen, kann ich euch zeigen. Nee, der hat 4. Ich habe auch gedacht, dass der eigentlich 4 hatte, der PlayStation Pro Controller, der neue PS5. Ja? Aber wie gesagt, ich will nie einen mit 4, ich habe mir damals auch schon 4 gekauft. Einfach nur ducken und springen, mehr will ich gar nicht. Das andere mache ich ja, du kannst sogar die Trigger einstellen bei dem PS5-Controller, die Trigger hinten, wie weit die runtergehen sollen. Also ist echt schon heftig. Ich habe mir nicht was einfallen lassen. PS5 Pro-Controller gebe ich mal bei Google kurz ein und checken wir das einfach mal ab. Gucken wir uns mal ein paar Bilder an dazu, ob die schon was hochgeladen haben. Der hat, hier ist er doch, oder? Genau, er hat 2 Pedals dran. Jetzt bekämpfen wir den echten Feind. Und so reicht das genau aus. Genau so finde ich den nice, Alter. Es gibt doch noch eine Variante mit 4 geben. Ich weiß es nicht, aber ich sehe auch bis 2. Komm, jetzt brauchen wir irgendwie so. Paketverlust. Nein, jetzt nicht mehr, mein Schöner. Jetzt hol mal gewinnen. Ja, jetzt hol mal gewinnen. Das ist die richtige Einstellung. So lobe ich mir das, mein Guter. So und nicht anders. Wo wollen wir raus haben, Moody's Brudis? Wollen wir Hometown hier, warte mal, hier? Da haben wir zwar ein Kopfgeld, aber würde ich gerne raus, was meint ihr? Ja, let's go. Machen, let's go. Ja, ist gut. Du kleine Maus, du, ja, ist gut. Stimmt, hab ich mit SCUF verwechselt. Der SCUF, der SCUF hat 4, der, wie heißt der, Infinity oder, weiß ich nicht, der eine, der Reflex oder so, wie der heißt, der sieht auch übel heftig aus. Der hat, glaube ich, 4 Pedal dran. Und das wäre mir viel zu viel, Digga. Ich komme schon mit 2 nicht klar, da breche ich mir schon den Finger, Alter. Das reicht. Du kannst ja bei Xavier spielen auf den Controller hinten dran, Alter. Geht was mit? Da gehen übel viele mit. Bro, ich gehe einer aus. Geh einer aus weiter. Weil ihr wart ja schon zu viert. Da habe ich Angst, dass ich kein Loot abkriege. Da brauchst du gar nicht reingehen. Nee. Grün. Grün ist einer drin, oder was? Ja, bei Grün. Ja. Bei Grün und bei Dings auch.
gegenüber ist auch was drin gewesen, drin gelandet. Das Kopfgeld hat aber keiner angenommen, bro. Ich hatte drüben oder was, Junge. Warte, Boyki, Alter. Hab ich? Digga, komm! Alter, einer K.O., der andere ist low. Meine Fresse. Aber wozu brauchst du aber vier? Ich finde, die brauchen einfach gar nicht. Wozu brauchst du vier? Ach komm, leck mich so. Wozu braucht man vier Pendels? Ich weiß nicht, was willst du auf den anderen Tasten machen? Kämpfe dich raus, um zur Front zurückzukehren. Wenn du verlierst, bist du erledigt. Es ist Zeit, Soldat. Hab ich gerade gesagt, Stefan, Junge. Die Trigger-Tasten kann man höhenverstellbar einstellen. Das ist geil. Das ist echt schon ein geiles Ding, Bro. Da kann man aber nichts falsch machen. Zum Plünderungsauftrag vorrücken. Ach, die Dock-Controller sind als. Damit hast du auch kein besseres Aim, du Eier hält, Junge. Du erhältst eine Ausrüstungslieferung. Ja. Das Gas breitet sich aus. Dein Teammitglied hat versagt. Ist nicht mehr bei uns. Dein Teammitglied hat versagt. Ist nicht mehr bei uns. Dein Teammitglied hat versagt. Nicht mehr bei uns. Dein Team darf nicht umsonst gestorben sein. Bring es rein. Schön für ihn. Liege, als ist Lupe gerade weggegangen oder was? Hier ist eine Lupe. Sag doch einmal mal was. Guck doch einer mal mit euch. Guck doch mal. Ja, dann eine Lupe, Digga. Zeig eine Lupe. Da fing mein Team, Rudi, wenn sich nicht ein anderer holt. Ist er da hingeflogen oder was? Habe die Versorgungsstation markiert. Ja. Muss jetzt erstmal die Lupe jetzt hier holen, Leute. Bin noch bloß zu Fuß unterwegs. Und die Toastet richtig schön. Und du hast es ja mit Gabel und du musst so den. Bombe. Alter, leck mich doch am Arsch, Alter. Das sieht gut aus, danke, Bibi. Wieder ans Essen gedingt. Warum nicht? Ach so. Ja, dann machst du. Vorratskiste identifiziert. Position wird markiert. Durch hier jetzt die Lupe und dann fliege ich gleich mit dem Seil zum Einkaufswagen. Ja. Uran, grüß dich, mein guter. Ping denn noch wichtig? Ne, wir sind nicht, also Ping. Finde ich jetzt nicht so krass wichtig, Digga, Alter. Geht, ja, klar, wichtig ist es schon. Hat der Kiste drin gehört? Nee. Schon Hallo, Digga, in dem Game. Und der nächste an den gelingenden Einkaufswagen ist der hinten, da steht auch ein Auto, obwohl hier steht auch ein Auto bei dem. Liegen auch eure Kiste direkt, da treffen wir uns ja eh, dann gehe ich dann dahin. Ich mach jetzt aber erstmal die zweite Lupe noch, die dritte mache ich noch nicht. Wenn dann alle wieder da sind. Ich kann aber schon zwei wiederbeleben, denn. Oder soll ich die noch machen und alle drei holen? Was meint ihr? Reicht sowieso nicht. Nee, das ist blöde. Lieber so. Ich fliege jetzt erstmal zum Einkaufswagen. Zwei. Oh, die haben gleich wiederbelebt da. Ja. Fliegt aber anders hin, der Dude. Jo. Ihr kleinen Noten, Papi kommt gleich. Keine Platten mehr, Papi kommt doch nicht gleich, Alter. Das war scheiße jetzt. Ja, Digga, jetzt bin ich der Wichser wieder in der Runde. Ja, Leute, ach nee, das habe ich vom Wiederbeleben immer. Immer derselbe Rotz, Alter. Ich will nicht nützlich essen.
Flipstar, Digga, gönn dir mal ein bisschen Zeit, Bro. Das dauert doch nicht, das dauert nicht von heute auf morgen. Ja, ich bin gesagt, wenn ich jetzt wieder auf Controller umswitchen würde, bräuchte ich locker 2-3 Monate, dass ich richtig gut werde. Also gib dir Zeit, Diggi. Machst du dann der Kiste dran, Breaker? Nee. Verbündete Drohne in der Luft. Stöber hier sie aus. Ja, schießen schön. Links hoch einer am Stopp, glaube ich, oder? Nee, der ist über dir, der ist über dir. Der ist über dir, Nicolo. Da musst du jetzt durchgehen. Nikolai sage ich jetzt nicht mehr. Nur Nicole, um dich zu ärgern. Ich gehe wieder, zur Kiste und hol mir die Wichsel, Digga. Ist mir scheißegal. Ich muss uns rächen haben, Mudi. Alles klar. Das war keine gute Idee. Nein, überall Hurensöhne. Bist du doch nicht unendlich mal neue Leute, Alter. Dankeschön, Ralf. Ach, Jenny. Ich esse halt so, wie ich esse. Das ist ja auch ein großer Haps. Guck mal, wie groß der ist. Der fällt gar nicht in meinen Mund rein. Geht ja gar nicht so. Mmh. Wenn du eine Funktion nicht verstehst, dann sag Bescheid, Bro. Dann helfen wir dir. Das ist eine Zipline hoch. Oh, dann machen wir mal neu, die war kacke. Ach, ja. Ich muss eh das. Du musst nicht raus, du bleibst drin. Vielleicht später nochmal. Alles klar, Buddy. Dann haben wir jetzt noch einen Platz noch. Guten Hunger, Beugi. Danke, tschüss. Tschüss. Ja, wenn zwei rein, wir hätten jetzt eigentlich noch zwei Plätze frei. Aber ja, also zwei könnten jetzt quasi reinkommen. Weil Nikolai hat gerade erst die Runde mitgemacht, die war für den Arsch. Also, Flipster, die Lupen, die du machen kannst, das sind Lupenaufträge, da musst du drei Lupen miteinander finden, dann kriegst du einen Rucksack und Geld, auch dein ganzes Team kriegt Geld, wenn alle am Leben sind, kriegen alle $2,500. Dann gibt's die Flaggenaufträge, die musst du machen, da gehst du hin, dann musst du den Platz dort, der markiert ist, einnehmen, das dauert ein paar Sekunden, dann hast du die nächste Zone schon auf der Karte markiert. Dann gibt es noch die Zeitaufträge, wo so eine Zeituhr abgebildet ist. Den kannst du annehmen. Und dann kannst du wird auch einen anderen Einkaufswagen irgendwo auf der ganzen Karte da markiert. Da musst du in der Zeit, die abläuft, hinfahren. Dann kannst du zum Beispiel kostenlos deinen Mate wiederbeleben. Oder kostenlos Selfie-Rifle holen. Oder. Dann gibt es noch einen Kopfgeldauftrag. Das sind die, wo das Zielwiese drin ist. Wenn du den annimmst, wird halt ein Team markiert. Das musst du abknallen. Dafür kriegst du Geld. Dann gibt es noch die großen Kopfgeldaufträge. Das nennt man Ride-Cards. Das sind die aus wie so einem komischen, ich weiß nicht, Flügel drin da oder wie sagt man dazu, halt so ein Rahmen, keine Ahnung. Und das sind halt die, genau dasselbe wie Kopfgeld, halt muss ein bisschen stärkere Teams. So, wer ist denn jetzt da? Wer ist denn da drin? Wer ist denn das? Wer ist denn jeder? Ja, Finn oder was? Ja. Du bist Supporter? Ja. Ja? Wer ich bin. Guck mal, ich soll raten, wer du bist. Jungs. Ich sag auf Wiedersehen. Okay, alles klar. Matthias, wir hören uns, Schuckelhase. Jo, haut rein, Jungs. Bleib stark, Bruder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ein bisschen zu spät, Bruder. Kommst du nächste Runde noch mal rein, René? Ja, komm ich. Ja? Das ist safe ein Platz, Brudi. Idoki. Bis gleich, Bro. Gleich. Und Finn, wer bist du? Ist der richtige Name, Schnuckelhase? Kevin Gatter. Alter, dein Ernst? Ja, du hast darum gebeten, dass ich reinkomme. Das ist ja Premiere, Digga, unsere erste Runde zusammen, oder?
Ja, aber bitte einfach nichts von mir. Ich auch nicht. Nicht Spaß, Digga. Ich freue mich aber sehr geil, Digga. Alter, mega. Leute, schön. Ich hab mal Lust, jetzt hier runter. In den Chat. Ich hab mal Lust, lass mal ein paar Herzen da für die Truppe hier. Das wird richtig geil jetzt hier, Alter. Hamburgi. Reingrinden. Und zum Nachtisch kriegt der Tichi noch einen KitKat. White KitKat, white. Oh, weiße Schokolade KitKat, der ist so ein geiles Stück Scheiße, Alter, Bro. Boah, wenn du wüsstest, wie aufgeregt ich gerade bin. Ehrlich jetzt? Ach, ja. Schliggi. Im Chat bist du auch mal so groß und laut, hä? Ja, jetzt mal gucken. Das wird witzig jetzt, Leute, das wird witzig. Hat er sich mal reingetraut. Let's go, Junge. Jetzt kommt der Win, Leute, jetzt kommt der Win. Ja, Minimum 10 Kills, leck mich, Alter. Ja, easy. Ich freue mich über einen. Ich mich auch. Nico, grüß dich. Alles in weiß ist geil, schreibt der Markus. Klingt leicht rassistisch, aber ist es nicht. Also mein Penis ist auch weiß, Markus. Und wenn du den auch geil findest, dann Attacke. Was muss sein. Go, go, Fruchtzwerg. Der edle Spender von vielen Subs, schreibt der Candius. So sieht es aus. Das erinnert mich an unser erstes Mal, Alex. Oh, Digga, das sieht jetzt mal Fabian, Digga, Alter. Das war so, du warst so aufgeregt, hast so geschwitzt, wo ich eingefasst habe, Bro. Das war voll romantisch, Fabian, Junge. Meinst du, ich sollte die Aufregung überhaupt machen als Anfänger? Nee, eigentlich nicht. Ich würde erstmal deines Beutegeld spielen und ein bisschen Movement üben und halt mit dem Waffenhandling klarkommen. Was wichtig ist, auch als Controller-Spieler, gibt es für euch die Option bei Controller. Wo ist denn das jetzt hier? Hier. Multiplikator-Einstellung pro Zoom. Die ist ganz, ganz wichtig, die Einstellung. Zweier-Zoom, Dreier-Zoom, Geringer-Zoom. Das ist eine ganz andere Empfindlichkeit, wie wenn du rumläufst, ja, und dich drum drehst zum Beispiel, ja. Links, rechts drehst und sowas. Das ist halt eine ganz normale Controller-Einstellung, wenn du dich bewegst und umschaust. Sobald du aber anvisierst, musst du halt diese Multiplikator-Einstellung einstellen. Und das ist zum Beispiel dein Aim viel, viel langsamer, als wenn du nur läufst. Das ist ganz, ganz wichtig im Spiel, Digga. Wenn du anvisierst, halt nicht zu hastig reagierst und nichts mehr triffst. Weißt du, wie ich meine? Guck mal jetzt hier. Hallo? Du schiebst jetzt Tastatur, dann ist er noch besser. Dann hast du ja auch eine Maus. Hier. Multiplikator-Einstellung. Das ist eine Sache. Hier, das ist meine Mausempfindlichkeit auf 11,59. Das ist die Empfindlichkeit 11,59, wenn ich mich jetzt hier quasi im Spiel drehe. Das ist meine Empfindlichkeit. Wenn ich aber mit der Waffe anvisiere, habe ich eine ganz, ganz andere Empfindlichkeit. Und die musst du richtig einstellen. So. Das Los geht los. Danke, Mauer. Battle Royale. Das Gas willst du nicht einatmen. Stoß also weg aus der Zone vor. Endlieferung ist unterwegs. Es ist Zeit, Leute. Naja, wenn die Open Lobby mal wieder gehen würde, hätte man mal so eine Open Lobby für Anfänger gemacht. Mal alles erklärt, ne? Jeder, der Fragen hat, kann Fragen stellen und erklärt das im Stream. Das wäre schon besser, als wenn man jetzt hier immer so rüber redet. Na, das ist eine andere Einstellung. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel mich so drehe, ja? Und du musst dich wenigstens mit Controller oder Maus kontinuierlich so drehen können und auch kontrolliert. Ganz schnell 180 Grad. Wenn du einen Gegner hinter dir hörst, muss ich ganz schnell umdrehen und schießen. Die 360 Grad Einstellung quasi, wenn du, sag ich mal, 360 Grad nicht drehen willst, unbedingt zwingen. Das ist komplett scheißegal, Leute. Diese Drehung. Du brauchst keine 360 Grad Drehung. Nur 180 ist wichtig. Und wenn du denn anvisierst mit deiner Waffe, guck mal jetzt die Empfindlichkeit jetzt an und die Empfindlichkeit jetzt. Die ist ganz, ganz anders. Viel geringer, Leute. Und die Multiplikator-Empfindlichkeit müsste erstmal so gering einstellen wie überhaupt möglich, sodass ihr einigermaßen klarkommt. Gerade wenn er die zu hoch einstellt, trefft ihr nichts mehr. Wo bist denn du, Bro? Ist nicht weit unten seit dir. Orange. Wenn dein Fanclub ist am Start, hier, wenn dein Fanclub ist am Start. Bomber kommt.
Ich wollte ja Anfänger-Subspiele machen, natürlich, aber die Open Lobby geht doch nicht, Markus. Also was du schon mal gerade falsch machst, Kevin, du bist auf meinem Haus drauf. Wie so Styler ist das? Styler, Digga, du weißt doch, wie es läuft. Mach dich raus. Aber ganz schnell. Da brauchst du nicht unten wieder reinlaufen. Und ich bin da geboren, Digga, in der Hütte. Ich bin da geboren. Da hat meine Mutter mich abgekalbt, Brudi. Raus aus dem Ding, Junge. Kevin weiß das, Mann. Kevin weiß das, Junge. Mach mich nicht sauer. Mach mich hier. Unten ist ein Gegner bei dir, Styli. Ja, ich sehe. In der Hütte liegt der Mann jetzt. Ich hab hier Waffen oben, wenn einer braucht, Diggi. Im Kiste kommt schon runter. Ach du Gott. Ach du Gott, wie viel sind denn hier, Bro? Komm mal zur Kiste hin, oder? Das sind ziemlich viele, glaube ich. Müssen wir aufpassen. Wir müssen einer der ersten da sein. Hier ist eine Waffenkiste. Ich werd weg, Alter. Ich werd weg. Geil. Ich krieg einen Ständer. Hier sind gute Waffen. Hier ist eine gute MP noch von mir. MP kann auch besser. Ich hab eine Drohne, ich hau die Drohne nochmal raus, wichtig. Aufklärung ist unterwegs. Das in einem Tunnel ist ja, der oben drauf ist der. Die könnten. Markiere Sturmgewehr. Ah, Beschuss. Noch bin ich nicht raus. Ich leg eine UGM raus, wenn einer braucht, Leute. Eine gute Sturmgewehr. Kannst du auch gerne nehmen, Kevin, wenn du brauchst irgendeine Waffe, Bro. War ein Mann vor mir. Bin da, ich gucke. Ich leg eine UGM raus. Einer ist am Dach oben drauf. Da hängt euch ab. Was bleibt? Hatte Shieldbreak. Oder auch nicht, genau. Ich weiß nicht mehr. Waffeln. Stark, die wichtig. Einer ist noch bei mir. Der hat noch immer noch da oben drauf oder was? Ja, ich sehe dir noch da oben drauf. Fliegt. Feind in Sicht. Werfe Granate. Nein, ich bin wieder. Bin mit Geist. Hier vorne Schildbreak. Super viel drauf. Oben da hab ich. Weil die Pfeffer waren noch zwei Mann. Der hat abgeaimt. Komm. Hab ich oben im Fass ein? Hab ich gefinisht? War wohl in der Kamera aus der Lüfte. Okay, in der Kopf ist er da anscheinend, Leute. Der läuft unten rum, ja. Hab ich. Bravo. Team Vibegeist, schön gemacht, Herr Mullis. Nur ein cooler Gewinn, oder? Ach, Christian, boah, sonst haben wir Cash für dich, die ging keinen Druck. Aber es waren links, aber hier beim Ballon. Ich markiere euch mal, Leute. Ich bin mir nicht sicher, glaub schon. Blaue Marker. Hier ist der Treffpunkt. Blaue Marker. Marker. Alex, lass dich aufklatschen, dann können wir alle Kevin zuschauen. Lass mich nicht absichtlich umbringen. So was mach ich sowieso nicht, Alter. Mach ich schon für meinen kleinen Sohn so nicht. Das wird mich bei Mensch ärgerlich immer. Ich Luki nicht gewinnen lassen, habe ich aber auch nicht gemacht. Das ist immer abgetippt. Ja, die Fliege, hier. Ah, komm Haus. Der Feind sprengt über den Down. Gebiet ab. Ficker, was ist denn das? Das ist Ohrragen, Popal. Hits. Hits from the ball. Wo sind die? Oh. Lila oder was? Hier oben. Lila. Von oben vom okay. Großdach. Wo ist Dach oben? Snappt einer, ja? Ja, fällt in die Fresse. Oben große Dach. Ja, ist Schildberg. Ich komm zu dir, Kev. Große Dach müssen wir aufpassen. Ein bisschen im Auge behalten. Das große Dach. Hab ihn, Nock? Ja, finde ich. Ich geh hin, Digga. Ich push den, den du Nock hast. Ey, was denn? Von rechts noch. Der Sniper hat dich geholt, Bro. Komm gleich zu dir, Kevin. Alles gut. Ja, die snipen von beiden Seiten, Digga. Muss man die Sniper da irgendwie oben wegkriegen. Shieldbreak hat der. Hab ich down. Oh, Cluster, komm, Bro. Es tut mir leid, Kevin. Ich muss erstmal laufen. Ja, alles gut. Lauf. Der Schuss hat voll gesessen. Wo denn? Dieter, Alex. Grüße. Okay. Ist einer close, wo ich gestorben bin. Gut, dass du das sagst. Aufe. Wie du willst, Digga. Kannst du runterkommen, Bro. Danke.
mehr runtergeflogen bei mir. Ja, 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 ja. Ja, und hier. Ja, noch einer. Da spielt Akindu, Alter. Nico, Schnuckiputz, danke für den 100 Sternen, Bro. Vielen, vielen Dank, Digi. Werfe Granate! Ja. Können Sie du auch machen, Alex? Warte. Boah, no, dann, warte mal, das ist der Satan. Oh, Blend, doch wo noch jemand. Ach, hinter mir, Alter. Wir haben genug Geld für euch, alles easy. Zumindest für dich, Bro. Ich stehe gleich zum Shop. Wo ist der nächste Shop überhaupt gewesen? Ich hab bloß Akimbo Morgo feiert. Ja, spielt mal safe, erst wenn er am Shop vorbeikommt. Nee, mach ich nicht. Ich gehe zum Shop hin, Digga. Händler markiert. Du sollst leben, mein Sohn. Du sollst leben. Ach so, nimm mit dir oder was, Brüder? Lass ich dir da liegen oder was? Warte mal, bist du irre oder wie? Wenn der Shop im Nebel im Gas wäre, ich würde laufen, Junge, bin ich mein Sohn. Ich würde rennen. Weil ich meine Stimme zu dir. Die Stimme ist immer schon was Persönliches. Die Stimme ist immer was Feines, Mann. Wenn du zum Zapgriff kommst, Junge, dann wird's witzig. Oh ja. Komm mal her, hör mal mit Platten drüber, du Seppel. Hier, ja, kriegst du noch ein paar. Ich noch eine Drohne. Ich weiß nicht, wo du gestorben bist, Kevin. Kannst du deine Waffen vielleicht zurück wieder? Das schaffen wir noch. Ich glaube, du bist hier gestorben. Hier, genau hier. Hier ist der Treffpunkt. Hier drinnen bist du gestorben, blauer Marker. Ja. Alles für den Kevin. Na, so sieht's aus, Dominik. Das war irgendwo hier. Rechts an der Mauer war das, wenn du reinkommst. Rechts hier, Kevin. Guck mal hier, wo ich... Nimm mal den... Hey, hinter mir, Bro! Hinter dir? Ja, nee, nein, das Auto, das Auto. Warte mal, Kevin, komm mal mit, hier liegt noch, guck mal, hier liegen noch Waffen. Warte, das ganze Team ist das, Bro. Ich hab keine Waffe, ich hab nur Shit. Wir müssen rumlaufen, Leute. Einer liegt. Nice. Einer weg. Ich lauf hinten rum. Okay, deine kommen mit dem Ballon, deine kommen mit dem Ballon. Ja, ja. Ballon. Wir sind aber auch noch zwei, Dicker. Hier oben. Der nächste mit dem Ballon. Dicker. Dicker, ich treff den nicht mehr. Geht doch, Junge. Das sind Abkampf für uns oder was? Der ist oben reingeflogen. Kevin, hier liegen auch noch eigene Waffen, wenn du brauchst, Brudi. MP kann aufgesammelt werden. Nimm sich jemand die Primärausrüstung. Gib dir, komm mal zu dir, gib mir ein paar Platten ab, Diggi. Ach, da hinten. Okay. Hier, nimm mal die noch mit unterwegs hier. Geh dich schon mal rein. Schnappt euch die Panzerung. Müsstest dich ein bisschen beeilen, wenn die Zone kommt, Bro. Zone ist aber, ja, die geht, die kann man machen, die kann man noch laufen. Wir liegen überall Waffen rum. Die MP40, die markiert ist eigentlich gut. Hier ist noch die MP40, die hier. MP kann ansonsten scheiß drauf, nimmst du erstmal irgendwas mit da. Feindliche Drohne ist aktiv. Gas, Gas, Gas. Hier gibt es medizinische Gegner, Gegner bei dir, Gegner rechts hier! Kontakt! Komm, Team. Zwei Team, ja. Und zwei Team, klar. Alles gut, Herr Lothar. Fühl ich. Einer noch, einer noch, einer noch. Ja, das finde ich wieder. Einer noch. Einer ist raus. Einer ist raus. Noch einer raus. Ja, der zweite hat mich. Scheiße, ich bin im Haus. Team Vibe. Das deutsche Baguette? Willst du mich rollen oder was, Dicker? Okay. Das deutsche Baguette gesagt zu mir. Ich passe es nicht, Alter. Bin ich vielleicht noch Kohle irgendwas?
Außen lacht er noch unterwegs, oder? So, hier. Da reicht auch nicht mehr für mehr. Abend, Fabi, Grüße. Von oben an. Haben wir noch irgendwo. Hier hätten wir noch eine Lupe, Digga. Ich fahr da schnell mit dem Quad hin, glaube ich, Alter. Noch Staffel. Habe ich aber, glaube ich, nicht mehr wohl. Wir können es mal probieren. Ja. Oh Gott, zur Lupe ist das okay für dich, deine Junge. Ja, ja. Du denkst jetzt hier, dass ich alleine. Ey, Maultaschen kriege ich aber dir, Brudi. Vielen Dank für deine 50 Sterne, mir ist alles gut. Wie geht's dir, Brudi? Thank you very much, bro. Jetzt Gegner oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir müssen zur Sicherheit. Oh, einen fetten Batzen, Digga. Immer sexy. Feindliches Team verfolgt meine Position. Soll mal besser da bleiben, wo sie sind, Junge, ihr Eierköppe. Da war noch rote Kisch drin, ne? Oh, beim Haus? Ja, rechts. Oh, jetzt rechts. Okay. Du bist orange. Das ist scheiße, ich orange bin, Digga. Ah, das war eine Waffenkiste. Ah, okay. Westrick. Du bist orange. Das ist uncool, Digga. Ich muss genau zu dir hin, wahrscheinlich. Wieder gelb. Ah, ich komm mit dem Quad. Wir könnten jetzt schon beide holen, aber ich nehme trotzdem die Lupe noch mit, Alter. Scheißegal. Alter, das ist ja nicht die dritte Lupe, das ist ja die zweite gerade mal. Orange ist uncool, Digga. Ich bin ja aber erstmal drin, ne? Na, von wo? Von wo wollen sie kommen, die Dudes? Bei mir, Styli, du bist bei mir, Mama. Wo wollen sie denn kommen, die Eierköpfe? Die haben wiederbelebt vor mir, Styli. Die kommen schon gelaufen. Digga, was mach ich denn da, Bro? Oh, so, ne, komm. Ich bin noch da. Und klappen. Knopf, sauber. Immer noch rot, Bro. Irgendwo ist ein Eis, auch nicht, Digga, die Wichser. Panik, komm hinter. Oben fliegt einer noch. Scheiß auf den, Digga. Wir können wiederbeleben. Ja. Pussys, Digga. Pussy Juice, my man. Wir können zweimal wiederbleiben, dann machen wir es die dritte Lupe danach, Bro. Dann geht ganz gut, bis auf den Kreuzbandriss. Gleich wieder am 26. operiert, okay. Digga. Scheiß OPs, Bro, ich geb dir Kraft am Modi. Hier liegt Loot von jemandem. Ich glaube, wir können hier nochmal eine Kiste einkaufen wie die Boys. Die Boys in der Hood. Rucksack liegt hier auch nochmal. Ich würde nochmal eine Kiste kaufen. Wir dann Geld, Styli, oder einer von euch, euer Geld bitte, und nochmal einkaufen können. Hier gibt's gutes Geld. Ich hau eine Kiste. Ich hole nochmal Platten für euch. Kiste lieb, Platten kaufe ich einmal ein, liegen 5. Christian, kannst du die Platten wegnehmen, Kevin, Digga, 5 Stück. Ich leg euch wieder eine UGM raus. Ist eigentlich relativ einfach zu spielen, Leute. Auch eine gute Waffe, eigentlich eine Meterwaffe, wisst ihr ja selber. Ohne übrigens. Wenn Nathan weg, Digga, was ist denn das für ein Scheiß, man. Jetzt kommt Schussverkauf. Ach, ficken, Alter, Digga. Sind wir hässlich, Mann. Ey, ich wissen müssen, es kommt ja jede Runde. Feindlicher Heli. Helikopter. Feindliche Jäger haben deine Spur verloren. Du bist sicher. Lass mal das Cockpit annehmen, let's go. Oh, Drohne über uns. Der fliegt runter, der ist genau da. Hab ich. Was ist los? Ja, ich snipe, Digga. Sei froh, ich krieg da. Gegner hat den Bäcker, Alter, Digga. Kopfgeld angenommen. Der hat uns das Kopfgeld weggestappt, der Assi, Digga. Team, Alter. Oh,
Oh, was? Von wo das denn, Bro? Wo sind denn die Bitches? Die sind gerade alles irgendwo auf dem Holle drauf. Ach, hier, ich seh die schon. Ja. Die sind weg, ich hab den gesehen, ja, blauer Marker. Ich hab einen Gulag-Zugang gefunden. Gib mir mal dein Geld, Kevin, bitte. Nikolai wieder beleben. Danke, Bro. Hier kurz zum Einkaufswagen hoch, Kevin, wo wir gerade eben hergekommen sind. Du kannst ja die Stellung da halten. Ich snipe euch gerade, spiele ist das Dreiliniengewehr. Servus, Toni, mein Guter, grüße dich. Was ist das eigentlich? Meine beste Abschlussserie? Wie meinst du das? Abschlussserie? Meinst du die meisten Kills in einem Spiel oder was? Ich glaube 37 oder 38 damals mit Benem zusammen. Ein Duo, da hatten wir über 60 Kills gehabt. Aber da war noch kein Matchmaking, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Ich snipe immer noch von blauen Marker. Okay. Guck mal, ob ich den wegkriegen kann gleich. War nicht dafür, Woody. Hau erstmal auf. Was ist denn da los, Junge? Wo ist denn der Penner da oben, blauer Marker? Ist der immer noch da? Müsste eigentlich jetzt runterkommen langsam. Ja, der muss eigentlich gleich runter, genau. Der ist schon runter, der ist nicht mehr drauf. Mal gucken, ob wir den irgendwie abaimen können. Der muss ja jetzt zu uns kommen, der Dude. Ihn nicht, Digga. Wo ist der hin, der Junge? Hä? Jetzt sind sie rechts im Laufen irgendwie. Wir kriegen das nicht mit. Hier oben läuft einer. Oder steht einer, da habe ich down. Habe eine Position markiert. Dein Teammitglied wird wieder eingesetzt. Bereithalten. Sei mit deinem Left, da bist du. Du hast den anderen geholt, oder was? Kann man meinem Loot leiten? Ja, ja, kannst du machen, Bro. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Eine Kiste. Hier sind Gegner. Kontakt. Hit. Läufst du wieder runter, der Lappen. Okay, wir müssen in die Richtung, Leute. Lass mal hingehen. So eine Kiste wird richtig scheiße, Leute. Übelst Open Field. Am liebsten hier zu dem Haus oder so, blauer Marker chillen, ich weiß es auch nicht, wird schwierig jetzt. Oder mit der Zone halten, oben außen rechts lang, weil die fighten genau hier. Blauer Marker. Wird außen rechts lang laufen, so Richtung die Zone außen rechts lang und dann von hinten kommen. Wir sind welche im Haus da vorne. Ich mache bis zum 9 heute. Kann ich aber nicht snipen. Bis zum 9. Ich hab keinen Sniper. Ich mal hier, ich gucke mal. Ich sehe da einen anderen. Ich hab's Netz los. Ich sehe ihn nicht. Ich sehe es nicht, Mann. Er ist links raus ins Häuschen hier. Ja. Wir müssen auf rechts oder aufpassen. Rechts sind auch noch Gegner hier. Digga, ich treffe hier gerade gar nicht mehr. Oh, der sniped. Einer sniped. Aufpassen. Digga, ist doch da. Ich bin noch. Ich bin gerade zu hektisch, Leute. Einen hab ich geholt, im Fenster hab ich den im Fenster, ja, Leute. Ja, ist noch einer im Fenster, hier gerade alles. Na, gerade alles, wo ich hinguck, in dem Fenster. Ja, down. Das ist down. Bravo. Mit einer Flirten im Move. Da ist noch einer drinne, da ist noch einer in dem Haus drin, aufpassen. Ja. Hast du Klappen, oder? Ich hab alles, danke. Ja, Ben, geht doch ran. Du da drin, Alter. Ich geh ins andere Haus, natürlich Angst gehabt, Digga. Ach, fuck, man. Ungefähr von 350, 345. Brauche Hilfe. Digga, ich brauche Hilfe, Mann. Warum ist denn nicht einer mit, bitte, Hamudis, Mann? Danke. Junge, fuck mich das schon wieder ab gerade. Ja, zu viel. Noch einer im Haus drin, ne? Schön. Bravo. Ja, ich mach bis 9 Uhr, 21 Uhr heute, Leute. 21 Uhr. Schon mal übelst rücken, Alter. Hier landet jemand. Hab ein Thema hier.
Kann ich schieße von oben. Ja, von hier. Aktivität! Oben. Aktivität! Ja. Ich sehe mal übel viele Leute. Wo mir? Hab ein Ziel markiert. Einer ist raus. Hab noch einen Knock. Liegt hier im Busch irgendwo. Aktivität! Nein, noch immer bei dem, da holen wieder. Ich sehe nix hier. Komm doch schon weg. Bei Mann von mir. Hab ein Ziel markiert. Beide Knock. Aber. Der Sieg ist zum Greifen nah. Werde beschossen. Ja, ich hab noch sechs Leute. Sechs Leute und drei Teams. Ihr könnt das reißen. Sechs Leute und drei Teams. Konzentriert euch jetzt ein bisschen Spiel zusammen. Ihr müsst nicht weiter vorgehen dringend, wenn es nicht nötig ist. Nur so weit, wie ihr müsst. Nicht, geh links runter. Geh links runter, Styler. Genau, da hast du ein bisschen Deckung. Bist du drin auch. Wir müssen ja hoch. Warum wird er nicht hochmoven, bitte? Ja, links. Ja, lauf links, okay. Außen lang, genau. Kevin, geh links runter mit. Genau, Brudi. Los. Dann macht das. Lass das. Ja, okay. Zwei Teams noch. Und vier Leute. Zwei Teams, Leute. Das könnt ihr reißen. Kein volles Vierer-Team wahrscheinlich mehr. Aber kann natürlich nur sein. Glaube ich aber nicht. Rechts oben. Mhm. Hier oben. Verdammt, wir sollten zur Sicherheit. Da sind doch noch ein anderes Team irgendwo kommen. Hoffentlich müssen die hier lange meinen. Oh, da kommt ja noch Pushen. Klaus, Pushen. Vor der Platten rein, die wusste ich noch. Aktivität. Da sind im Haus drin, hundertprozentig. Kommt der nach? Hier beschossen! Hier oben noch einer. Aktivität! Reicht es vor uns. Das Team ist unter den besten fünf. Werden wir das letzte? Zwei Stück noch Platten? Ja. Ja. Oben, oben sind wir. In dem Häuschen oder was? Folge dem Pfeil! Aber wir können warten. Die müssen wir auch noch. Ja. Wir müssen hoch. Nein. Hier, Wasser. In rechts, in der links. Aktivität! Da, oh, geblendet. Okay, links. Ich kann nicht. Ich schieße auf euch, geil. Lieb ich. Zwei gegen zwei. Zwei gegen zwei, Leute. Oi. Da kannst du nichts machen, scheiß Zone, Leute. Scheiß Zone. Ärgerlich. Ärgerlich. Ey, hab ich mich gerade erschrocken, als du hinter mir langgelaufen bist. Alle Dude, Leute, war trotzdem gut zweiter Platz, Mann. Das ist eine scheiß Zone. Wenn die jetzt zu euch kommen wären gewesen, wenn ihr oben mit denen gefickt. Das ist halt einfach so. Das ist Zone, das wäre doch real. Trotzdem mega Runde gewesen. Aua, Alter. Ja, Kevin, Mensch, Junge, war doch eine gute Runde, Alter. Wie gesagt, wenn wir jetzt oben gestanden und ihr zwei und die hätten zu euch kommen, jetzt hätte ihr das Ding gerissen. Also seht's doch mal anders. Also gut gespielt, Leute. Nicht immer den Kopf in den Sand stecken, sondern. Seht so, wie es wirklich ist. Ich hab den ersten gemacht, Leute. Oh, das ist aber süß. Na, na, aber, Mann, ihr seid doch echt ein Judas 7 gewesen. Guter Mann, Junge, wie wir sie hier gerissen haben, Mensch. Wenn die anderen Fötzköpfe da nicht gewesen wären, in dem Dreckshaus drinne, und ich in die Blöde reingepusht wäre, dann wäre ich noch mehr gerissen. Ich weiß auch nicht, warum blöd von mir da rein zu hauen. Ich dachte, wir haben noch einen am Leben von den Pennern. Den einen haben wir ja vorher weggeknallt, ihr habt. Dann kam der nächste, dann noch einer in dem Haus drinne. Rumgegammelt wie ein paar Penner. Servus, Steven, grüß dir.
Ich glaube, jetzt zocke ich mal keine Sniper, jetzt zocke ich ein bisschen die Meta, EPSA und UGM, Dude. Dann nur viel Spaß noch. Ich danke dir, Mensch, Nugi. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Da ist der Verwalter. So, jetzt erklären wir mal ganz kurz, wie ich hier wieder rauskomme. Warte da erstmal ab, guck mal, wie viele Leute reinkommen, ansonsten hau ich dich raus. Alles gut, Brudichen. Ja, hau mich mal einfach raus, weil ich spiele abends eigentlich immer noch mit Alex, also mit Alexandra. Okay, ja. Und die wartet bestimmt auch schon. Dann hau ich dich raus und trotzdem vielen Dank, wir haben mich gefreut, Schnuggelhase. Wir hören Deine uns. Erste Runde. Schön, dass wir mal zusammen gezockt haben. Finde ich auch, Diggi, finde ich auch. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich draußen dich wieder. Ja, mach schauen. Dir noch einen schönen Abend, mein Guter. Ciao, ciao. So, dann let's go. Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich muss ganz nochmal den Topf aufsetzen. Hello. Übt, solange ihr könnt, denn kürzer geht es aufs Schlachtfeld. Vorbereitungen beendet. Zeit für den Einsatz im Kriegsgebiet.
kennt sich aus. Zur Sicherheitszone gehen. Geldlieferung ist unterwegs. Es ist Zeit, Leute. Soll ich lange kochen? Das ist ganz wenig. So, wollen wir hin? Ich hab eine Garne Styli. Ich hab Paketverlust wieder. Ach Leute, Mann, das ist doch zum Kotzen, Alter. Junge, nee, Alter. Junge, kotzt mich das an. Das Game heute erst neu installiert. Heute erst neu installiert, Leute. Keine Ahnung, was das liegt jedes Mal. Ich habe in letzter Zeit, dass ich aus dem Spiel rausgeschmissen werde. Und der Server, wie es Verbindung fehlgeschlagen. Ich habe das Game heute erst neu installiert, wieder komplett neu installiert. Und jetzt fängt das schon wieder mit Paketverlust. Davor war es nicht mal so schlimm wie jetzt. Ich verstehe das nicht, Alter. Gemacht, aber das Ding war tatsächlich, dass ich jedes Mal rausschmeiße und dann steht da Serververbindung nicht verfügbar. Und dann gehe ich jedes Mal ins System, Taskmanager, weißt du? Ja, ja, musst du denn schließen, das Game. Ja, und das Change leeren, weißt du? Mhm. So im Programme-Dings, weißt du? Das Blizzard-Ding. Ja, ja, ich weiß. Und dann geht's ein, zwei Mal und dann fängt es gerade wieder an, weißt du? Ja, die Fehler einschleißt. Ja, ja. Das ist alles, kannst du knicken, das Game, Alter. Der ist einfach broke. Der Bunker hat schon angefangen. Noch nicht, Digga. Geht bei los, großer. Ich bulle schon. Waffen und Ausrüstung prüfen. Bis zum Einsatz dauert es noch ein bisschen. Digga, man kann ja nicht mal in Ruhe mehr quickscopen, Digga. Das Ding ist einfach so broke, man. Yo, my man. Nee, das hat nichts damit zu tun, Benjamin. Das liegt am Game, nicht an der Internetleitung. Das liegt einfach nur am Spiel. Zeit für den Einsatz im Krieg. Ja, das gibt's nicht, Alter. Ich hab Ding. Ich hab 100.000er Leitung. Hat ja nichts damit zu tun. Paketverlust ist schon, wie er sagt, normalerweise, wenn viele Leute drin sind. Aber das hat einfach nur was mit dem Game zu tun. Bei keinem anderen Game, was ich abends spiele, habe ich Paketverlust. Nur bei dem Spiel. Kann ja nicht sein, dass keine Paketverlust sind. Das soll jetzt Game 0 ist kein Paketverlust mehr. Aber einmal haben alle Netflix ausgemacht. Das geht nicht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, Bro. Das ist einfach nur das Game kaputt. Guck mal, ich habe eine 100.000er Leitung. Und hier ist ganz ehrlich, hier ist bei mir hier kommt sau viel an, ja. Kann nicht sein, also selbst an der Internetverbindung kannst du nicht liegen und ich habe einen Upload von 50, ja. Ja. Wenn man raus, hol mir jetzt auch mal eine Geldkiste, müssen wir aufpassen. Oder wollen wir lieber, lass uns lieber hier rausgehen, Digga. Hey Stefan, mein Bruder. Luki Putzi, vielen Dank für deine 500 Sterne, Stefan. Ich bin richtig drüber, vielen Dank für deinen Support, mein Bruder. Gehen wir runter. Jetzt gehen wir. Oh, da kommen übel viele mit, Leute. Oh mein Gott. Hast du den da geholt? Rede mal ein bisschen. Müssen wir reden wieder, Leute. Nee. Ich hab keine Muni. Digga, was ist denn los mit mir hier gerade? Wer bei dir ist, K.O.? Oh, einer weniger. Ich hab grad ein Aim wie eine Bitch, Auro, Digga. Ja, aber stimmt. Hast du gelernt, mein Freund. Grüß dich, Donald Jackson. Schönen guten Abend, mein guter Flo. Vielen Dank für die 60 Sterne. Schokolade, den Ding geschmatzt hab. Vielen Dank, Brudi. Vielen lieben Dank. Bitte Blumen. Ich geh ein Haus weiter, Leute. Ich geh jetzt hinten versuchen, ins Weiße Haus vorzudringen.
zwei Sau vom Präsidenten. Digga, nervt das ab mit den Flugzeugen, Digga. Diese scheiß Flugzeuge hier, ey. Ja, das zwei Leute direkt wieder auf mich drauf, Digga. Ich hab zwei Down von denen. Digga, komm, ich brauch euch hier. Eisen Dreck. Warte. Vier Leute da gewesen wieder, Mann. Du bist jetzt im Gulag. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Stefan, mein Lieber, vielen Dank nochmal für 100 Sterne. 600 Stars, my fucking man. Ja. Wo sind die anderen, ey? Ich hab noch einer, oder? Zwei rausgenommen. Da hinten? Da hinten fliegen sie. Hier? So, Marker. Da hinten sind welche gelaufen, wo so eine Kiste. So. Ich gucke mal. Auto sind am Shop da wahrscheinlich, Digga. Die sind auch ausgestiegen wieder. Wiederbelebt nochmal. Ich werde direkt mit der LKW weiter, Pussy, Alter. Die auch Sniper hinten durch meinen dreckigen Nacken. Boah, die Sniperei nervt mich so ab, Rudi, Alter. Das ist hinten am Schild. Ich brauch dringend Platten von euch, Leute. Ich hab keine Platten. Skate. Oh, hier bei mir. Step okay. Back. One shot. Oh Mann, ey. Ja, das sind auch die Posten. Alter. So ein Kicker, ey. Der kam hierher geflogen. Mehrere. Sniper da oben, gib mir mehr auf den Sack als alles andere gerade in meinem Leben, Junge. Genau. Ich kann weiter. War der andere da hinten, war wohl noch einer. Rechts, ganz rechts. Dein Team. Nein, das kann nicht sein. Versorgungsstation wird mal. Denn das sind doch die scheiß Bomberwichser, Digga. Gib mir so auf den Sack. Haben wir wieder gekauft. Und ich hole nicht mehr schnell. Zurückgeschickt. Mit dem Dings gemacht, ja? Den Mixer da. Na, mit dem Visit da. Wir dann ganz ganze Team. Feind, dabei Ziel markiert. Dabei Ziel markiert. Wer laufen die hier? Hier ist der Treffpunkt. Ah, sehe sie. Links neben dir, meine ich. Ja, ich sehe sie. Orange. Einer 70. Taktische Atombombe ist unterwegs. Noch welche links, Digga, die sind alle links. Da rennen noch welche rum. Feindliche Nebula 5-Bombe in eurem Gebiet eingesetzt. Oben ist einer drinne gewesen hier. Eine Nebula 5-Bombe geht gleich hoch. Verschwindet von da. Links, da rechts. Unter Beschuss. Ein Sniper ins Maul krieg ich ja wieder. Ja, ich seh sie. Gucken genau hierher. Lass abziehen. Lass versuchen zum Shop zu kommen. Ja, ich geh kurz die Kiste hier vor mir noch holen, da ich eine Platte brauche. Eine kann ich dir noch geben. Ich freu mich, komm, ich komme. Chill, bro. Helf die drin, ne? Platte drin. Unten, ja? Ja, unten war eine Platte drin. Gesehen. Hinter dir. Mich jetzt. In diesem Bad oder was das war. Oh, danke. Danke dir. Wo siehst du dich hin? Wo willst du hin, Digga? Muss so hier aus dem Kreis von der Bombe okay. Raus. Wir müssen aber mit die Waffen von den Jungs liegen. Ja. Hier ist dein Schatzschützengewehr.
Ich warte mal gucken, was da kommt. Also, oh, das heißt. Holy crap. Ich fresse vom Brand. Scheiße. Was schmeckt so wie schmeckt? Scheiße. Hab ich mal getrunken. Was? Wie bitte? Ja. Dann übel heiß, der Rotzmann. Gib mir noch ein bisschen kalte Milch da bitte rein. Kann jemand noch Platten holen? Hat das extra Wünsche, oder? Wir wollen so einen Buddy sparen, Junge. Auf den Buddy sparen, Bro. Gib mal bitte eine Platte. Hier hast du eine. Hab ich selber keine mehr, du Depp jetzt, Alter. Ehrlich? Ja, behalt die Platte da. Du wolltest spenden, hast du gesagt, ja? Natürlich würde ich spenden, Digga. Wir können einen Kollegen kaufen, komm ab zum Shop. So, dankeschön. Der Wirkungsbereich der Nebula 5 Bombe hat sich auch. Wie kommt man denn in den Bomber, indem man an das Bomberfahrzeug ranläuft und einsteigt und fliegt? Wie in einem Auto, ganz normal, Bro. Los, in die Sicherheitszone. Vor mir oben Gegner. Dann kannst du. Gegner vor mir. Oh. Noch einer, sind zwei. Hä? Dankeschön. Den hab ich. Den hab ich. Kein Wart. Was denn Opfer? Ein Opfer ist das? Was denn Opfer war das? Was denn Opfer? Nickt oder was? Haben wir hier geflogen, Oberarzt? Wow! Team. One shot. Ignoriert das. Ja, ich brauche mal Unterstützung. Komm von hier so drauf. Ja, dicker Mann, Leute. Ach nee. Das Game packt mich gerade nur noch ab, Alter. Komm, die Gegner. Sehe ich nicht. Noch übergestellt. Um dich herum sind um auf drei auf jeden Fall. Was für Bazillen, ey. Ausrüstung markiert. Ich schmeck der Scheiße, Junge. Eieiei. Mündung findest du, Jodi. Mündung. Mündung bitte an die Kasse 1, Herr Mündung bitte. Läuft zu spät durch Nacht und Wind. Der Teacher mit seinem Kind. Kannst du einen kaufen? Versorgungsstation wird markiert. Jetzt geht's los. Hey. Da ist einer. Ach was, wie kommst du denn da drauf? Ehrlich, Alex? Hast du das gesehen? Wie kommst du denn da drauf, Digga? Hast du das gehört? Nee, das Ding frag ja, ich weiß nicht, keine Ahnung. Kann hell sehen. Das meine ich, oh, da steht da, Masse. Yo. Was war denn das für ein Move von dem Dude, Alter, Digga? Hinter dir, Matt, hinter dir! Oh, lauf rein! Schade. Ach. Sorry, Bratan, Alter. Das Gas weitet sich auf. Der andere hat den anderen Blut geholt, ey.
Ja. Zweite Lupe. Habt ihr kurz gewechselt? Ja, wir wechseln es immer ab, Digga. Genau so hier. Lokalisiert. Position sichern. Über mir ist der Lappen. Das Gas breitet sich aus. Feindliche Drohne. Basti, Alter. Sauber. Richtig räudiger ist das hier gewesen. Ich kann weiter. Das ist ein Spasti. Spasti, ey. Wollen wir jetzt hin, Alter? Einkaufswagen. Spasti. Hinter mir ist noch irgendwo ein Einkaufswagen? Nee, nee. Nicht dahin. Versorgungsstation wird markiert. Versorgungsstation wird markiert. Ist das alles eine offene Scheiße, Leute? Digga, ja, wo soll ich denn hinlaufen, du Nutten? So, wir machen nochmal die Runde, Alter, die war scheiße. Alter, leck mich doch am Arsch, du. Da und da. Also ich denke, du bist in einem Alter, wo du den selber sauber halten kannst. Ja. Nee, kann ich nicht. Tatsächlich nicht. Unabhängig davon, dass mir andere den Arsch sauber halten. Hast du ein Problem damit, dann sagen sie jetzt ja. Roller Bittler. Ich komme im Kercher, ja. Ist doch okay, ist kein Problem. Mach voll durch die Ritze. 30 Bar und dann gib ihn, Junge. 30 Bar, sag ich am Kercher, und dann gib ihn, Junge. Ey, gibt's teilweise Kercher, da kannst du so was von krass ein Loch in die Erde ballern. Die haben so einen krassen Strahl, Alter. Übel heftig, man. Da kannst du echt sogar so einen Ast mit durchballern. Ich damals bei meinem Kollegen in Mecklenburg-Vorpommern, der hat so einen Dampfstrahler. Naja, so ein ganz normaler Kercher zum Abkehren vom Auto, und der hat da so ein richtig, so ein Industriegerät gehabt. Da kannst du Löcher in den Boden mit rein, Digga, das war so heftig. Da konntest du nicht mal einen ans Bein halten, hättest ein Loch im Bein gehabt. Das ist ja übel heftig, das Ding. Aber so was von der Pulle-Pulle. Da bin ich raus. Kranker Drive. Mois, seine neue Wohnung. Der Bruder heißt Lois. Was hat er denn schon für eine neue Wohnung hier? Nimmt, solange ihr könnt. In Kürze geht es aufs Schlachtfeld. Leckt der überhaupt nicht. Jetzt geht's wieder. Danke, ciao. Ach, Kinders, Kinders. Leckt das bei euch auch, oder was ist jetzt hier los gerade? Was ist denn jetzt das? Internetausfall oder was, Leute? Hört ihr mich noch? Bin ich überhaupt mal live? Bin ich noch live, Leute? Ich weiß es auch nicht gerade, was hier los ist. Ich glaube, ich war in ganz anderem Spiel drinne gerade. Was ist denn jetzt los? Hä? Play the Beta stand gerade bei mir. Hört ihr mich noch? Bro, hört ihr mich noch? Was ist denn hier los? Was war das denn kranker Scheiß gerade? Was mit den anderen jetzt hier? Ich bin ja hier irgendwie... Hä? Was ist denn jetzt hier mit der Beta, Alter? Das ist ja absolut krank, das Game, Digga. Wollen sie mich gerade in eine Beta reinschieben, Freunde? Weiß nicht warum. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es euch selber ehrlich nicht sagen, Freunde. Ich bin selber nur klein und enttäuscht gerade von der Kacke. Und ich frage mich, warum die Lampen so eine Power haben. Ich habe die auf... Wie viel Prozent habe ich jetzt? Auf 15%. Guck mal, das sind 15%. Ihr seht mich richtig gut. Mein Gesicht und meine schöne Nase. Wenn ich jetzt auf 100% stelle... Digga, das ist ja überempfindlich. Er sieht sogar alles. Ist das so besser? Nee, nee. So ist komplett aus, die Lampen. Und selbst dann erkennt ihr mich. Ohne, dass ich irgendwie Licht anhabe. Das ist weißes Licht. Also ich sehe aus wie ein Geist jetzt hier. So sehe ich aus wie ein Geist. So ist besser. Orangefarben. Orange, my fucking man. Holy, bro. Holy. Was ist mit den Dudes los? Sind die jetzt in der Runde? Kommen sie raus? Kommen sie wieder rein? Schreibt keiner in den Chat rein gerade.
Ich hab mir so ein Dings gemacht, das war eklig viel Sau. Ja, ob man das erkennen kann. Das nennt man auch den Heilungstee. Man könnte das erkennen da drinnen. Da drinnen schwimmt Plörre. Seht ihr die Plörre? Ein ekliger Scheiß. Tee mit Pfefferminze. Selbstgefüllter Minze, wenn ihr wisst, was ich meine. Das schmeckt so berstig, weil du musst das vorher mit Butter oder Milch kochen, damit sich das THC löst. Alle, die denken, die können einfach Cannabis in den Tee reinmachen und dann ballert der dann sich schlagen, meine Freunde. Sondern ihr müsst das THC lösen mit Butter oder Milch. Das schmeckt dann so richtig Hure zum Kotzen, das Ding. Aber man kriegt es ja verschrieben, meine Freunde. Lad mal ein. Dann lassen einfach alles Game nochmal neu starten, Digi, dann wird es auch klappen, glaube ich. Lass uns alles Game nochmal neu starten und dann wird es auch wieder klappen. Lass uns mal beten, alle zusammen. Und dann geht das schon wieder. Will doch nur Einigkeit. So geschafft, jetzt ein Aim und nächste Runde mich am Start. Wir machen auch nur noch die Runde jetzt nochmal mit dem Team und danach noch eine, dann bin ich auch weg. Also zwei Runden noch und dann ist es schon wieder auch halb 10 eigentlich rum. Eigentlich wollte ich heute mal um 9 eine Feierabend machen. Und wir machen noch zwei Runden. Dann mal die jetzt mit den Dudes und eine Runde danach noch. Ich hoffe, das geht denn jetzt. Ich kann jetzt endlich wieder bei dem Browser starten. Da habe ich nämlich die Datei verschoben. Eine andere Festplatte rein, warum auch immer das machen musste. Keine Ahnung, man munkelt. Bestes Bild des Tages hier. Wer ist das? Digga, gucken an, Junge. Guckst du dir an, das ist die Bande, Junge. Das ist die Bande. Verdammt, die, Mann. Verdammt, Alter, ich sag's euch. Blaze Beta. Yeah. Beta, Digga, alle können sie die Scheiße wieder früher streamen. Soll ich mir extra morgen eine PlayStation 5 kaufen, damit ich die Scheiße streamen kann, oder was? Müsste ich eigentlich machen, ja. Eine Kurven, wenn es eine gibt, dann wird zurückgeben, nächsten Tag später. Dann streamen wir halt die Scheiße den nächsten anderen Tag. Natürlich ärgerlich, dass die PlayStation-Spieler immer noch früher die Kacke kriegen wie wir. Aber es ist, wie es ist, oder kommen wir jetzt alle gar nicht mehr rein? Ich hoffe doch, Freunde. Macht nicht Wiesen. Lass dich doch nicht alleine, Ivo. Ein Mann, ein Wort, kannst du dann bei mir joinen. Du Lappenader. Wir zocken erstmal so die Runde, wie sie gerade eben war, und danach kann Ivo rein. Schorkentrophäen, ist das jetzt endlich mal zu Ende der Rotz, oder was? Jo, mega. Geile Waffe. Top aus, danke. So, Party. Gruppen. Ich kann ja noch nicht einladen, wo man immer. Ich weiß es auch nicht, meine Freunde. Meine Freunde, ist klar. Ja, sie sind das größte Siegespaar. Hallo. Hallo? 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 So, wir starten jetzt wieder rein.
So. So, Freunde. Sascha, Robin, grüßt euch, ihr Lieben. Schönen guten Abend. Also, wir machen jetzt noch die Runde, wie gesagt, und danach starten wir noch ein Game und dann bin ich raus heute Abend. Oh, ich kann nicht mehr so sitzen wie scheiß Stuhl, ey. Ich komme bald einen Gaming-Schreibtisch, wo ich stehe, Alter. Dann zock ich im Stehen, Junge. Nur auch voll komisch, weil das überhaupt geht, weiß ich auch nicht, aber so zu machen. Zu machen, ich finde. So Barhocker. Ja, klar, Digga, no problem. Hauptsache, ich will nicht. Ayo. Warum nicht? Dass der Rücken gerade kommt. Darf man sich anmelden für die letzte Runde? Iwo ist schon dabei. Ja, ich mache ich das nicht mit anmelden. Ich sag mal, du sollst zuerst reinkommen, mal zuerst. Wir haben nichts ohne drei Plätze frei. Jetzt hat Iwo geschrieben, er möchte kommen, du hast geschrieben, er möchte kommen. Das sieht eigentlich ganz gut aus für euch, Jungs. Ja, müssen wir mal gucken. Und der Freddy ist auch dabei. Der Freddy, der Uwe. Bus bauen, komm, Junge. Lass Bus bauen, mein Guter. Nix. Bus bauen. Bus bauen. Wenn ich komm, Bus bauen. Was bin ich denn da? Ich finde doch nix. Kinderhelm. Lastkraftwagenfahrer. Ja, Kraftwagenfahrer. Hm. Die Zeit, um ein bisschen zu üben. Der Einsatz beginnt bald. Ach nee. So. Mein lieber Herr Gesangs. Oh, Bro. Ja, meine Frau kam gerade zu mir mit dem Kindergartenrucksack. Der ist 5,5. Der hat wieder Steine gesammelt. Oh, ist ja niedlich, Alter. Mann, die Kinder auch, Digga. Die sammeln ja nur Steine. Der sammelt immer die Steine und nimmt die mit. Ja, ja. Und vom Kindergarten ab, Rucksack 20 Kilo, weißt du? Ist ja niedlich, Alter. Feind? Gibt's auch einen unechten oder was? Das hab ich auch gerade gedacht. Ich weiß es nicht, aber okay. Den unechten und den echten. Jetzt ist der Spaß vorbei, Freunde. Oder wollt ihr lieber Docs raus? Erzählt mal. Voller Pitcher raus. Dann let's go. Let's go, dudes. Alter. Battle Royale. Da ist ein Kopfgeld. Cool. Da ist auch ein. Wie kommst du immer da drauf, Digga? Siehst du das immer? Weiß nicht, ab Röntgenblick. Das sieht gut aus, Digga. Das sieht gut aus. 9 im Stammteam, der Röntgenblick hat. Alex. Ach, Kinder. Ja, René? Da ist ein Shop. Nein, das glaube ich nicht, Mann, Digga. Oh. Ob du löst, Bruder. Lastkraftwagenfahrer. Du bist doch so ein Kraftlastwagen-Wiefahrer. Unter da jetzt, ey. Komm. Wenn du die Zocks wieder sammelst, da komm jetzt mal killst du, mein Guter. Alter, Fahrwater. Let's go, let's go. Okay, safe gefunden. MP kann aufgesammelt. Genug. Hier ist ein LMG. Eine Platte hier drin gehabt. Nichts, Alter. Ich würde eine spenden. Alles gut, Digi. Ich guck erstmal nach hier unten, Bro. Danke dir. Sind auch wie so unsere Dings gefunden. Markiere Sturmgewehr. Noch eine Bunkerkarte hier, eine zweite. Wieso habe ich hier noch Platten jetzt erliehen?
So schnell bin ich wieder voll mit Platten. Dennis, grüße dich, mein Guter. Wir können einkaufen. Oder wir warten halt, ob die Kiste kommt, wie ihr wollt. Haben wir oben überhaupt einen Shop gehabt, oben? Ja, lass mal einkaufen da, komm. Händler, das Ding noch hier annehmen, Masse. Geldauftrag gefunden. Was einer leicht verschnupft, war mein Juder? Ja. Und hört man direkt. Helikopter, so ein Coming, Alter. Verpiss dich mal mit dem Teil, Digga. Liegt woanders denn da? Lass mal Kiste kaufen, Leute. Erstmal, komm, let's go jetzt. Ich mag, dass vielleicht die Leute von oben wieder runterkommen. Wir haben keine eigenen Waffen. Jetzt so eine Loot, Digga, so eine Kiste drin. Also, ja, noch eine Bunkerkarte hier. Ihr Blindfische. Kopfgeldziel markiert. Der Mach sie fertig. Hast du richtig was hier, lieber? 500 Tage mit er sagt Geld, lieber. Also, ist denn das für Spaß? Jemand, der eine Kohle rauskennt, ich muss einkaufen, Junge, du Eierkopf. Sag mal, bist du eigentlich hässlich oder was, Junge? Der eine legt 500 Tacken hin und will eine Kiste haben, der andere hat 5000, legt muss 300 hin. Und du willst eine Waffe daraus haben oder was? Sag mal ganz vorsichtig sein, Dicker. Das ist ja eine Frechheit hier schon mittlerweile. Junge, Junge, Junge. Jugend von heute, Junge. 500 Tacken, wenn du ein Auto kaufen oder was, das fährt, Junge. Leck mich da im Arsch, du. Leck mich im Arsch, du. Mal zur nächsten Kiste, Isum, grüß dich. Reinvestition, Alter. Mein ganzes Kapital geht zugrunde mit euch, Junge. Hier nochmal Selfie. Medizinische Vorräte, da drüben. Ich hab 32 Schaffen. Servus, Stefan. Da braucht man einen Sniper von uns. Der Sniper braucht eine Scharfschützenmuni. Nope. Ich muss einfach sofort. Oh. Ah, zwei Kisten, Guys. Könnte kritisch werden jetzt vielleicht das ganze Ding. Ja, wollen wir einen Bunker oben rein oder eher nicht? Was ist euch lieber? Oder wollen wir direkt auf Push gehen oder was? Ich würde pushen tatsächlich. Okay, dann lass uns mal pushen. Ja, das sei. Dann haut er seine Drohne vorher raus und dann gib ihn. Servus, 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 ihr Lieben. Schönen guten Abend, Sonnenschein. Guten Abend, gute Nacht. Kopfgeld ist ja hier. Schauen wir mal, was da los ist. Obwohl, der Bunker ist ja hier, dann kommen wir an. Meine ich ja, deswegen. Ja. Okay, dann gucken wir mal, ob der Bunker auch. Der Bunker ist noch zu, wie es aussieht, ja. Drei bei euch da hinten oder was, Junge? Ich bin ja traut ihr bei mir zu looten oder was ist hier los? Jetzt Waffenkiste ist hier noch. Und das war's. Ich habe noch eine Drohne gefunden. Dann lass mal zum Ballon gehen, Leute. Let's go. Let's go. Push, push. Dann müssen die Leute ausradikieren. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wunderbar. Naja. 32.000, so okay. Sie hier ist gelootet. Du hast nur Facebook verwarnt wegen der Unterwelt. Gar nix. Aber Drohne. Oh, scheiße, dann haben wir irgendwo Kopfgeld. Kopfgeld. Hol das mal eben. Okay, dann warten wir hier. Kopfgeldziel aktiv. Hey, Matthias, soll ich mal aufpassen mit dem Untermensch? So ein krimineller Assi, Alter. Matthias, Matthias, hast du noch irgendwas zum Hochzug-Flieger? Nice. Willst du direkt damit zum Kopfgeld hinfliegen oder willst du zu uns kommen mit dem Seil? Ja, ich flieg zum Kopfgeld. Okay, dann wir fliegen so hin, Leute, let's go. Hier ist der Treffpunkt. Ja, die sind genau hier, Alter. Habe eine Position markiert. Die laufen wieder rüber. Negativ. Ignoriert. Kontakt.
Nein, der hat mich aus der Luft geholt. Digga, der hackt, glaube ich, Digga, der hackt. Glaube ich, ein Hacker. Weiß ich nicht, Digga, keine Ahnung, Bro. Zwei Schüsse und ich war down. Ach, Leute, die, Mann. Cam war nicht drauf. Das ist dem. Die Abschusscam war nicht drauf. Ich glaube nicht, dass der clean ist, Digga, keine Ahnung. Der war 3 cm neben mir, der hat mich getroffen. Macht halt keinen Sinn, was du erzählst, aber okay. Mir ist einer direkt. Ich will meine Waffen holen hier. Dein Teammitglied wird wieder eingesetzt. Bereit. Ah, genau. Ach, schade. Zwei Leute im Haus sind gestorben. Du verlierst an Boden. Bewegung. Dein Teammitglied wurde in den Gulag geschickt und kämpft, um eine Chance wieder eingesetzt zu werden. Feindliche Drohne ist aktiv. Dicker Junge, er trifft jeden Schuss, Dicker. Und beide gleichzeitig? Collateral, ja, ist irgendwas nicht richtig mit dem Dude, Alter, keine Ahnung. Die kommen hier auch schon wieder angerannt. Ayo. Ey, die kommen, die sind doch nicht sauber, Alter. Also der eine nicht. Der P4 TTT nicht. Der Rest ist okay. Kannst dich rausklicken, ich hol dich da. Kann ich da eh nicht holen. Ich hab bloß geguckt, wie die mich abwärmen, Digga. Unter Mensch, Matthias. Unter Mensch. Ja, leid ich immer nur noch, Matthias. Danke dir, mein Guter. Wir können auch den nächsten noch holen, ich geh da runter. Hier ist einer. Da ist einer. Ich kann den nächsten holen. Ob das Dings noch hier sind, die Waffen, aber sind sie leider nicht. Zum Glück haben wir dann ohne Jens, Alter. Ne. Ja, was man aber machen könnte, ist im Bunker um die Lupe. Ich übernehme den Steuerknüppel. Der hilft sich nicht in Gefahr. Das ist übertrieben, Matthias, mit dem Untermensch, eindeutig. Wo ist denn die verkackte Lupe, Alter? Vorratskiste gefunden, sofort sicher. Ich hab ne Bazooka gefunden. Wow. Wow. Super. Mega, Alter. Nein! Du hast dich selber umgebracht. Ey, ich hab mich selber umgebracht. Ich hab die SIP nicht gesehen. Ja, passiert. Passiert. Hier sind auf jeden Fall Gegner. Hier unten sind welche gewesen. Noch nicht die Lupe holen, noch nicht die Lupe holen, danke. Da läuft, hast du ihn gesehen, rechts am Haus, runtergesprungen. Nee. Da oder was? Ja, genau, da ein Stück weiter nach links, da war ungefähr, hier ist der gelandet. Ich geh in die Richtung. Okay, okay. Keine landen im Einsatzgebiet. Ihr könnt die Lupe holen, jetzt. Ja, noch, ja. Danke. Ihr könnt auch direkt Kiste kaufen, wenn wir es da jetzt machen wollen, ist eine andere Sache. Ich komm erstmal runter. Der
läuft hinten weg. Ich mach Geld raus, ja. Ja, die sind sich auch Platten. Weg. Okay. Ah, die ziehen weg. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Panzerung markiert. Ich greif mir das mal. Ich geh's mal Huni raus, wenn wir eine Drohne kaufen, Bro. Ich hab Platten hingelegt hier. Weit gerade an den Kurm. Munikiste habe ich gefunden. Munikiste wäre gut. Was brauchst du, Muni? AR. AR kann ich rauslegen, habe ich 30 Schüsse. Ich schwapp das Ding, Digga. Komm hier. Nimm die Scheiße da. Lass uns da mit dem Ballon hinfliegen, jetzt Terror machen, Junge. Sieht man auf dem Sack die Runde gerade irgendwie. Warte kurz davor die Drohne raus. Wir sind alle in der Runde. Noch einen? Da oben ist ein, da ist einer gelandet. Letzter Wegpunkt. Er bitte Gebietsaufklärung. Wird ein einziger da, Digga. Drohne beginnt Überflug. Granate in der Luft. Er geht hinten runter, Shield Backup, Dude. Ich geh in die Richtung. Hier, bei mir. Der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist tot. Ja. Junge, das ist... Hier. Ein Geld für dich, René, da tut mir leid. Was ist zu viel? Ja. Und das ist noch eine Kiste. Ah, jetzt reicht es. Was reicht? Danke. Bitte. Bitte, bitte. Kopfkette haben auch einen wieder gekauft. Mhm. Mal fett Kohle, ich wollte nochmal eine Drohne. Mhm. Die Feinden. Ich gehe in die Richtung. Zipp mich doch hoch. Ihr könnt hoch, Leute. Let's go. Wir gehen jetzt hoch und ficken das Kopfgeld, Leute. Lass mal jetzt zum Team ein bisschen spielen. Komm. Wir springen runter. Aufklärung ist unterwegs. Drohne beginnt Überflug. Das muss ich eh noch, oder was? Hier unten sind noch welche drin in den Pimmelhäusern, Dicker. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Hab ihn. Rückkehr zum Auftanken. Da links noch einer drin. AR-Muni, hat noch jemand? Mach kurz bitte Ruhe, Bro. Dicker! Ey, Mann, vom Boot aus ist ein Hurensohn, der sniped, Mann! Warte, ich komm zu dir geflogen. Ja, das brauchst du nicht machen, glaube ich. Ich weiß nicht, kannst du versuchen. Ja, den Luke Fum ist auch noch im Haus drin, hat gerade wiederbelebt. Dann ist klar und schau, Alter. Ich geh mir gerade echt auf den Sack, das Game, Alter. Die. Hier sind noch zwei. Hm. Zielgebiet markiert. Leg los! Das war der einzige Shop in der Nähe. Ja, hier bei mir. Los. Haben sie wieder gekauft. Oh, die Bunker, die Bunkerkarte, wo ich markiert habe, da schimmelt die drin. Rechts von dir gleich, ist der. Schlaf du auch gut, dann ist man lieber bis morgen, Buddy. Ja, zu spät gesehen. Bin ich aber scheiße. Ja, scheiße. Ach, du bist tot? Okay, ich dachte, du hast ihn. Das ist wieder der Pain. Ja, nee, der hat mich gehabt.
Der Enviel, der heißt der Dude, der ist gut drauf, der Freak, Digga. Gutes Lächeln, Toni, mein Guter, bis morgen. Alex, wann bekomme ich eine Antwort von dir? Was ist eine Antwort? Jo, eine Antwort. Ich war schon seit 3 Wochen darauf. Es geht auch noch um die Xbox. Und die Frage war ja gewesen, ob nicht Xbox sinnvoller wäre als eine Konsole jetzt. Leistung, ja. Xbox sinnvoller als eine Konsole? Xbox ist eine Konsole. Ja, meine ich, also Xbox besser als PS4 meine ich. Hab ich dir da nicht geantwortet? Nee? Nee, hast du immer noch nicht. Hä? Ich hab mir ein paar Mal einen Chat reingeschrieben. Und wie heißt du da? Mike Mormon. Aber privat habe ich dir geschrieben, ne? Auf meinem privaten Account? Ja. Da gucke ich sowieso nicht nach. Da habe ich ja schon so oft gesagt, so. Schnuckelhase. Da gucke ich sowieso nicht nach. Aber es lohnt sich. Okay. Also, wie gesagt, wenn du halt noch Geld über hast, also für eine Xbox, die 500 Euro kostet, müsstest du wahrscheinlich heutzutage mindestens 1.500-2.000 ausgeben. Und den PC kriegst du mit der Performance, wenn überhaupt. Was hat der bei mir? 120 FPS auf 2K, das ist schon erstaunlich bei manchen Games. Das kriegst du teilweise einen guten PC nicht mal unbedingt hin, sag ich. Ja, die Xbox sowieso, also Xbox hat einen generellen besseren Prozessor als die PlayStation, aber beides nimmt sich nicht viel. Aber kriegst halt gerade günstiger zu kaufen als die PlayStation. So, eine Runde noch, Leute, mit Jo weg. No, Alter, ich bin down, Junge. Ich bin down, der Traum. Sollen wir alle rausgehen? Nee, guck mal, wer reinkommt, je nachdem, wie viele reinkommen. Wenn mehr reinkommen, dann ja. Warum denn das, Digga? So, naja, gut. So, ihr lieben Mäuse. Ja, dann sage ich mal, René und Puerro, euch noch einen schönen Abend, ihr Lieben, und höre am liebsten besser eine Konsole, Maike, Dicker. Macht mehr Sinn gerade. Ja? Das kann ich dir morgen beantworten, dann kann ich das mal probieren. Warum soll das nicht gehen? Ich probiere es morgen, die ganze Zeit. Schreib mir ruhig bei Telegram oder so, oder spam den Chat voll. Ja? Gut, Diggichen, wir hören uns. Euch auch, Diggi, auch rein. Ciao, ciao, René, Mikey. So. Last but not least, es ist eine Ruhe hier gerade, Matthias. Mensch, ich bin erstaunt. Hörst dich an wie ein Roboter gerade. Übelst dolle, man versteht kaum was. Nee, das ist das Geräusch wieder, Dicker. Das ist auch so ein Geräusch ist bei dir, Dicker, wenn du redest. Hört sich an wie ein Ventilator oder sowas. Da weiß ich nicht, auf jeden Fall hören die anderen hören sich auch, ich weiß nicht, was das ist. Komisch irgendwie so, keine Ahnung. Wie wenn ein Ventilator übelst laut an ist. Der war noch nie so laut, Dicker. Hast du jetzt ein neues Mikrofon oder irgendwas? Das war noch nie so bei dir. Nein, Dicker. Wir haben aus dem Endgame geredet. Das ist übel laut, Alter, Dicker. Keine Ahnung, Dicker. Das ist auf jeden Fall echt heftig. Man muss halt die Klappe in meinem Zocken. Ich will so nicht, was das liegt, Dicker. Ja, oder so. Also morgen mal gucken, ist ja nicht normal. Danke dir, Marcel, mein Lieber, noch einen schönen Abend, Brudi. Ja, jetzt nach der Runde ist Feierabend, Brudichen. Ich wollte eigentlich um 9 Uhr Feierabend machen. Mit meiner Frau mal ein bisschen Zeit verbringe. Nach der Runde ist auf jeden Fall Feierabend heute. Morgen Vormittag sind wahrscheinlich wieder Subgames. Spontan. Aber jetzt nach der Runde reicht auf jeden Fall. Reicht.
Na, mal gucken. Mal schauen. Ah ja, viel, viel wichtiger sowas, Digga, Alter. Was trinken in der Nase laufen. Oh. Wie berstig. Voll berstig, Manners. So. Last round. Immer noch? Ja. Also jetzt nicht so störend, aber es, man hört es halt im Hintergrund. Okay. Raketenwerfer. Das kann ja nicht mehr sein. Es hört sich an, wie wenn eine PlayStation 4 mit laut Sumpe einigen, wenn die supportern. Also. Ja, so laut ist ja der PC, ist ja so laut. Der war ja nie so. Nee, der war so laut wie jetzt. Der hat schon unterwegs was aufgepackt. Ich bin da nochmal am Pegel und einfach mal immer ein Mikro noch ein bisschen. Du kannst bloß nochmal Dings hochstellen, Digga. Da Audioeinstellungen, da Hintergrundgeräusche hier. Wie heißt denn das da? Wisst ihr, was ich meine? Ich hab schon. Video-Dinger habe ich schon an. Nee, ich meine jetzt hier im Spiel selber. Du kriegst auf Optionen Audio und dann Aufnahmegrenze machst du mal auf 12 oder 13. Dann müsstest du da eigentlich wechseln danach. Ja, Docks hinten. Ja, machen wir auf 12 oder so. Hab ich schon, hab ich, bin ja gerade auf 12. Jetzt höre ich das Flugzeug gerade, warte mal. Jetzt red noch mal. Hat die? Hallo? Jetzt auf jeden Fall immer noch da, aber ein bisschen besser. Wir könnten mal ruhig bis 15 oder 16 hochstellen oder 18 hochstellen. Und wenn man dich nicht mehr hört, dann wissen wir halt, okay, das ist ein Such, aber ich hab's bei mir auch noch 20 gehabt beim Ventilator und man hat mich trotzdem noch verstanden. Jetzt hörst du mich? Warte mal, ich höre dich, jetzt red nochmal kurz, Matti. Gut, jetzt hörst du mich, ja. Es ist zwar immer noch da, aber das Geräusch ist ein bisschen weniger. Es ist nicht mehr so störend wie vorhin. Also vorhin war das so laut, dass ich gar nichts mehr gehört habe, Digga. Nicht mehr irgendwas. Das war so heftig, ich muss mich morgen mal ins Beschäftigen mit. Wenn das immer noch morgen so ist, dann. Nicht mal eine halbe Stunde früher da und dann stellen wir das mal ein bei dir, machen wir mit dem Teamview die Rotze da, werden wir schon irgendwie finden. War ja sonst nie bei dir. Also meine Aufgaben noch kennt. Ja, mal gucken, Alter. Ach, der Kevin, hör auf, da würde ich hab Danke zu sagen für euren kranken Support, Digga, Mann. Film mal, mir macht das doch Spaß. Ich freue mich auf Subtreffen. Wir kriegen nächste Woche eine Antwort. Das Subtreffen wird auf jeden Fall, wenn das Subtreffen bei mir hier stattfindet, in der Umgebung, eins, was ein bisschen Geld kostet, weil wir halt ein Catering und alles mit organisieren. Und das soll halt richtig ein ordentlich geiles Subtreffen werden. Da müsst ihr halt, wie gesagt, denke ich mal, 10, 20 Euro in der Hand nehmen. Und dann haben wir da einen richtig geilen Abend, Leute. Ich werde aber mal gucken. Nächste Woche kriege ich die E-Mail von der Frau. Dann schauen wir mal, wie der Preis ist, was sie sich da vorstellt. Weil meine Schwester hat damals auch richtig viel Geld bezahlt, glaube 1000 Euro, da waren wir auch, glaube nicht 20, sondern da 70 oder 80 Mann oder sind die 60 oder keine Ahnung. Was. Ja, mal gucken, lassen wir uns mal überraschen, Leute. Und sonst müssen wir halt einen Zeltplatz aufschlagen, ich weiß auch nicht. Da komme ich auch und ich hoffe, Digga, ich hoffe wirklich, Leute, ich freue mich richtig, euch kennenzulernen. Es hält bei Schaden bei einigen, die letztes Mal beim Subtreffer waren, wo man dachte, man hat sie so gut verstanden, die Leute sind nicht mal bei uns mehr Supporter, gar nicht mehr bei uns im Stream da. Halt schade sowas. Man halt baut so eine Beziehung auf, man lernt die Leute kennen. Ja, das ist halt ein bisschen traurig, aber. Zwei Kisten kommen runter. Ach, ja, du der Beste bist. Du verlierst ach, Gottchen. Bewegung. Dicken, dicken Schmatzer. Seid ihr lieblich alle zueinander, Leute. Ihr seid so niedlich alle. Alle respektieren sich, alle lieben sich und so muss das sein, Herr Moody's. Vielen, vielen lieben Dank. Kopfgeld holst du, sehr schön. Willst du doch nicht, danke, Tobi. Was ist Kopf? Ja, was denn, hä? Holla, Baby. Wir sind alle in der Sicherheitszone. Ja. Bei mir Gegner, Klaus.
Alter, ist aber kein Schwein hier da, Alter, außer ich, Junge. Was macht denn der Rest? Der guckt da wie ein paar Eichhörnchen, Digga, wie der mir Verstecker gibt oder was? Pinch. Pinch, Alter. Pinch. Krieg ne Raste, Alter. Ein Kampf hat begonnen. Aufgepasst, Soldat, du bist dran. Jo, Klaus von mir auch schon. Matt hier unter dir. Ja. Ja. Wenn du hier gewinnst, geht's zurück aufs Schlachtfeld. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Beweise, dass du es noch drauf hast, Soldat. Ach, Digga. Mein Gott, ich habe auch keinen Bock mehr heute auf dieses Spasti-Fick-Game, Junge. Dein Team hat noch ich da wie so ein Volltrottel liege ich da rum, Alter. Das war nicht an mir super Sinn, nee, nee, Digga. Das war bei uns hier Burg in der Nähe. Alles gut. Wie du übelst, der Schwitzer. Ja, ja, krieg ich den mit dir, Alter. Ja, aber auch nichts, der Schwitzer. Wir können gleich nochmal eine Stadt, Alter, die durchziehen, wenn wir eine Frau ist, halt auch am Warten, Alter. Ich bin ein Arschfutter, ah. Alter. Wo kommst du her, Chris, halt? Ja, nee, das ist nicht, Digga. Ist von ein anderer Wald auch. Ist egal. War schon richtig, sagen wir so. Rudi, alles gut. Ihr hört mich doch nicht, oder? Hört ihr mich nicht? Jetzt höre ich dich wieder. Da uns irgendwie, ich hab gar nichts. Ich höre dich übelst laut, da höre ich keinen Spieler an. Komm. Keine Ahnung, was da los ist, Freunde, Alter. Ibu höre ich zum Beispiel auch gar nicht. Ich hab nur eine gehört, kein Spiel mehr. Das ganze Spiel hab ich auch nicht gehört, Ibu. Eine Runde mache ich jetzt noch den Attacke. Ibu, bist du da, Mudi? Jalla, Hamudi, was los, Bratan? Hm? Ah, da ist er wieder. Könntest du das ganze Zeit nicht reden, weil ich nicht gehört. Da war ein bisschen kurzes Störgeräusch gerade. Alles okay, Ibu? Wirst du gerade unter Druck gesetzt? Wirst du gefesselt und geknebelt, Ibu? Geht es dir gut? Antworte mit gut. Ja. Okay. Ich verstehe, was gut zwischen euch. Ey, Daniel, hörst du ihn? Der hört sich genauso an wie du, Daniel, Ibu, Digga. Ihr beide hört euch so identisch an mit der Stimme, Bro. Bestimmt, ihr kennt euch doch alle beide da wahrscheinlich, ja, okay. Geil. Daniel, da ist der Daniel. Daniel Rigola Sand. Sag ich immer zu Ivo und Daniel, dass er sich genauso anhört wie du, Brudi. Ihr habt so eine Stimme, die so fast identisch ist, Junge. Ey, ohne Scheiß, euch müsste mal zusammen eine Runde hauen. Mal gucken, ob es auffällt, wer ist. Übt, solange ihr könnt. In Kürze geht es aufs Schlachtfeld. Oh, jalla, 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 jalla. Soldat in der Nähe. Digi. Brudi. Brother. Was? Oh, so ein Schwitzer. Wurfmesser und Amaguere, Alter. Ich laber doch. Ich denke mal, wenn das in Subdress wird, was Geld kostet und auch noch, natürlich muss man auch Zeit haben zu dem Zeitpunkt, dass der andere nicht ganz so groß wird. Ich weiß es nicht, letztes Jahr waren es echt viele, über 70 Leute oder 60 Leute. Da mussten wir, aber so, dieses Jahr kann das sein, dass es nicht so ist. Also ich spiele jetzt mal eine komplett komische Kombo, Leute. Ich zocke jetzt mal die Sten und die Vargo S auf Long Range, Digga. Bestimmt ganz witzig. Jetzt hörst du mich besser, oder? Jetzt höre ich dich, ja. Das ist, ich hab meine ganzen Mikrofone waren an. Ja, deswegen wahrscheinlich, Digga. Alles Mögliche war an. Jetzt ist, glaube ich, so wie immer sogar.
Ja, das ist ja auch jetzt wieder alles normal. Ich hab die Aufnahmegrenze wieder auf 3 gemacht. Komisch, Alter, Digga, ey. Deswegen habe ich dich wahrscheinlich unter der Durche gehört. Du hast wahrscheinlich auch falsche Mikrofon bei Warten aktiviert, ja. Ja, alles. Standard. Deswegen war dein Rechner auch so laut, Alter, ja. Lass mal hier runterkommen, scheißegal. Ja, ich gerade sagen, lass Homie raus und jetzt Attacke. Komm was mit? Oh, rap-a-bum-bum. Jo, da kommen wir wieder bei uns ins Haus mit, Leute. Jo, bringt ihr euch direkt. Den hab ich. Dein Teammitglied hat den Tulak betreten. Ein Überlebender erlaubt einen erneuten Einsatz. Digga, das ist ein Witz, Leute. Das ist ein Witz, die Runde, Mann. Die sind so zweit hier unten drin, Junge, du Hurensohn, Mann! Watschen Game, Alter! Ja. Ja. Ich werde alle wegficken, einen nacheinander, wenn ich bessere Waffen habe, Alter. Ich hier so ausbeuteln, heulen, Junge. Ich bin aus dem Maul jetzt, hat versagt und ist nicht mehr bei uns. Jetzt geht scheiße, nochmal neu starten, das ist ein bisschen scheiße. Wir müssen irgendwie schaffen, mal Mutis. Hier was irgendwie gleich wieder. Was? Der nächste Shop hier in der Nähe, Alter. Hindert ja. Na, bin Marcel, grüß dich. Einer nur. Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs. Na aber, ich bin auf dem Weg, mein Junge. Oben noch überall Kisten. Gulag habe ich ja auch noch. Ich habe so eine Marke gefunden hier vorher. Noch ist nichts vorbei. Wenn wir alle wiederbeleben, dann fliegen wir alle zur Kiste und dann geht's rund. Du gehst zum besten Spieler. Naja. Da kommen wir 800, dann ne 900 brauche ich ja für 3. Ja, vielleicht bringt ja auch noch ein bisschen Geld mit. Ja. Ja, meine ich ja 9000, meine ich. Nebula 5 Bombe entdeckt. Wachsam bleiben. Noch irgendwas. Feindliche Drohne ist aktiv. Es wurde eine Nebula 5 Bombe entdeckt. Wachsam bleiben. Da ist Dreck. Salü, grüß dich, mein guter, grüß dich. Von oben an. Ihr bringt doch nicht gerade viel Kohle mit, ihr Schweine, Alter. Du dir noch mal hier ein bisschen, bevor ich sage, ihr könnt schon mal ruhig zur Kiste fliegen. Ja. Da fliegt einer. Warten sie ja schon auf uns. War doch nur eine Kiste. Achso. War gut. Er hat's noch Kiste. Nice, Geld haben wir schon zusammen, wenn ihr herunterkommt. Bitte den runterfliegen hier zum Shop. Ich leg das Geld. Ah, ihr habt oben auch einen Shop, Leute. Da komme ich zu euch hoch. Dann könnt das Geld rauslegen. Oder ihr könnt ja Matti schon mal holen, alle beide. Habt ihr noch Geld zusammen? Bin schon unterwegs. Ich verfolge den Feind. So. Fabian, grüß dich. Guten Abend. Haben wir irgendwo Kopfgeld an hier oder irgendwas? Gar nichts. Ja, unten noch. Unten bei den Gegnern. Mal eine Platte rumliegen.
Was dies? Schild weg. Tower. Tower. Die haben das Kopfgeld auch gesammelt. Hier unten noch. Irgendwo. Setze einen Sammelpunkt. Ne, die kommen noch zwei. Hier, Schild. Und unten laufen noch zwei unten. Hab keinen Huni mehr. Was brauchst du, Matti? Ruhe! Ja, ich glaube, ich hab... Neue Position. Ich werde beschossen! Ziel ist erledigt. Lauft ruhig durch. Macht da. Alles gut. Alles gut. Ich bin ja ganz sensibel, bin ich da. Ein sensibles Stück Scheiße bin ich da. Hier ist Sniper Muni noch irgendjemand? Ja, hier ich. 40 Schuss. Kommt ein Auto. Ein Lock. Bleibt die anderen schwer. Kann wieder kaufen. Oder hast du Gulag? Einer fehlt noch, ja. Digga. Teamwipe. Nee, war das Teamwipe? Bei mir war kein Teamwipe angezeigt. Ja. Aufstehen. Ey, war Lenny. Ole. Dann holen wir wieder einfach. Schnell, schnell, schnell. Hier. Ivo? Ivo? Ja, okay. Dann so. Ach, die Scheiße, Mutti. Oh, nee. Die Schießen, die sind da oben mitgeholt. Brauchst du nicht hoch. Alles auf dem Berg voll. Ah je. Ja, die feindliche Drohne sagt, die Runde läuft ja richtig, Junge. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Ah, ich kann dir gerade nicht helfen, hab ja keine Waffen. Ist gut, Bro. Warte, hier liegt noch was. Hier kommen runter. Jo. Mich am Leben zu halten. Dankeschön. Oh, und tschüss. Kam er überhaupt hinter mir? Hab ich nicht gesehen. Nehmen wir so einen Morgen noch mal vormittag. Ich muss dann auf jeden Fall offline, Leute. Jetzt habe ich da zu Hause Dampf. Du bist jetzt im Gulag. Wir haben noch nicht verloren. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Noch jeden Mann nicht. Und mir geht's ganz okay, Fabi. Wie geht's dir, mein Guter? Wenn du hier gewinnst, geht's zurück aufs Schlachtfeld. Wer von einem Stück dann Cannabis-Thema? Ich glaube, der Butter gleich, Alter. Kämpfe dich hier raus oder nicht? Yes, ey, dicker Mann! Wir schicken dich zurück zur Basis. Das ist nur schön, du kannst nicht machen, nur dann kannst du ein Bier kaufen, hm? Stimmt doch nicht. Jetzt ein Game nach Kübel ab, grad, Digga. Ich kann so abticken schon wieder, Leute. Jetzt ist Jimmy auch gerade nicht im Bullard, Digga. Jetzt hast du vier Lupen. Du hast zu vier Lupen, du machst die Lupe. Ich weiß, du kannst es schaffen. Denn du bist der Tobi und du bist keiner von den Affen. Hör auf zu singen, Alex, da wirst du wieder gesperrt. Danke, ciao. Also das kann auch wieder sein, Digga. Ich so gut und es ist so original singe, Digi. Die dann denken Urheberrecht wieder. Eine Lupe ist weg auf jeden Fall hier. Eine ist keine. Okay. Wer willst, kannst du den Tag kommen, wenn Gunner kommt mich besuchen nächsten Monat, schon 4-5 Tage oder 30 Tage. Wer willst, kannst du auch nochmal rumkommen. Aber nochmal einen Griechen hier. Na, wer denn sonst du, Nuckel, Alter? Ich bin vom Mutters Freitagabend in der. Ich meine am Oktober, Digga. Oktober. Anna kommt mich besuchen am 22. Ja, da ist meine Schule vorbei. Ah. Ja, muss sie ja nicht. Machen dem Wochenende. War nur eine Frage, ja, genau, Digga. Wisst ihr, so das Stammteam? Ja, ja. Geh hier weiter. Geh weiter und versuch's hier. Da ist die Versorgungsstadt. Aktivität! Einfach nach unten gucken und laufen. Gute Nacht, Fabi. Schlaf gut, mein Lieber. Bis morgen, Brudi. Aktivität! Letzte ihn anlegen, bitte. Kommt das was? Nee, du musst ihn mitnehmen, glaube ich, oder? Nein, muss er nicht. Nee, nimmst du mit. Nee. Wegen Rucksack, ja?
Ja, ich bin ein Rucksack wegen Kohle, Alter. Da ist die Versorgungsstation. Vergesst die Anfrage. Ich oben. Da ist die Versorgungsstation. Genau, oben einkaufen, genau. Nicht wegen Rucksack, wir haben den Rucksack gekriegt. Hauptsache, wir sind alle viel lieber da und können den Lodi kaufen. Dann nur zwei holen. Naja, klar. Und danach kann man eine Lupe machen und dann kann man einen dritten, vierten holen und haben vielleicht noch Geld für eine Kiste über. Rechts noch eine Kiste, Bro. Rechts. Ja, ich hätte das alles mal liegen lassen. Ja, alles gut, Bruder. Du hast auf dem Weg, kann man auch mitnehmen, oder? Ubi, woher kommst du eigentlich? Aus welchem Land? Ich. Woher kommst du? Ja, aus welcher Stadt, Bro? In der Nähe von Stuttgart. Hast du es auch lange überlegt, wa? Hey, hey, was sag ich jetzt? Oh, ja. Oh, noch einer. Oh, Alter. Was hat mit denen? Oh. Schade, Alter. Schade. Komm, Ene geht noch, Alter. Ene geht noch, ist so, Alter. Ich will eine gute Runde bieten, das ist halt so, Alter. Was soll ich machen? Ich will eine gute Runde, mal kurz freuchend aufsprechen, damit sie nicht sauer ist, ja. Nicht, dass es noch eine Schelle gibt. Bald kommt das neue MW raus, natürlich die positive Ausleger. Schlechter kann es nicht mehr werden. Schlechter kann es nicht mehr werden. Was war denn das für ein Geräusch? Ivo hat verlassen. Würde, wenn es einfach mal schnell gehen soll, Digga. Wenn es einfach mal schnell gehen soll. Bist du rausgeflogen, Ivo oder Tasepups? Alle sind rausgeflogen oder was? Ey, ich will einfach ein bisschen schnelle Runde machen, Digga. Ja, wollte ich nicht. Wollte nicht mehr, Leute. Wollte nicht mehr. Bin rausgeflogen, wenn mir schon, dass du die Party verlassen hast. Kommt nochmal rein, da, ihr Lieben. Los, let's go. Du hast halt nun mal meinen Job, Dude. Nee, machst du nicht. Trotzdem versuchst du es aber zumindest zu überspielen. Das ist schon mal was. Ach, Digga, ich wollte schon wieder Axel sagen. Ja, Digga, ich bin nicht fertig oder was? Du heißt genauso wie ich. Und nenne ich mich Axel? Nein. Alex Schnuffiputz, hab vielen Dank deine Unterstellung. Freue ich mich sehr darüber, mein Bruder. Let's go, Dude. So, auf ein neues. Alle guten Dinge sind drei, ihr Lieben. Alle guten Dinge sind drei. Wir lieben das Spiel. Natürlich lieben wir das Spiel. Wir alle lieben das Spiel. Endacht 210 ja. FPS. Schick die 210 FPS mit einem Foto in der Gruppe. Freue mich drauf. Das hat noch schön im Stream FPS. Das habe ich im Stream 110. Der Stream frisst maximal 20, 30 FPS, aber keine 100. Also das Game ist komplett broke, Leute, Alter. Kannst du sagen, was du willst. Kann bloß besser werden beim neuen Game. Ja, die Runde davor hatte ich ja bloß noch zwischen 110 und 80. Ist ja, ich kenne das, Digga. Das ist einfach nur das Game, Bro. Server, die Microsoft wird es besser machen. Die kaufen nicht das Game für so viele Milliarden auf und dann machen sie es nicht besser. Die werden genau wissen, dass es sonst nach hinten losgeht alles. Die werden das schon wissen, was sie da machen. Kann nur besser werden, schlechter geht es nicht. Ist oder wirklich? In Kürze geht es aufs Schlachtfeld. Batman ist weit alle Counter-Strike. Und das habe ich damals gesucht, da war ich richtig gut drin, Alter. Da war ich so gut drin, dass keiner keine Chance hat mitzumachen. Und da ging dann zum ersten Mal unser beides Duo-Leben auseinander. Weil er das nicht so gebacken geht, da oben mitzuspielen bei ihm. Dann hat er LOL angefangen zu spielen und ich habe Counter-Strike über anderthalb, zwei Jahre lang durchgehend gezockt. Digga. Das sind, ich glaube, Counter-Strike hat mit am meisten Geld investiert, bestimmt 2000 Euro damals. Das Kisten kaufen ist wie Automatenspiel mal Counter-Strike. Du kaufst eine Kiste, kaufst du Schlüssel, wenn du Glück hast, kommt ein Knife raus, ein Messer, was nachher vielleicht ein paar tausend Euro kostet, das kannst du dann da bei Counter Strike direkt verkaufen. Das war schon irgendwie wie so, keine Ahnung, Digga. Du erstens wolltest du den Leuten zeigen, dass du so ein Messer hast und nichts geiles und dann hast du da wieder mal rumgespielt oder du hast halt das Messer direkt unter den Gegenstand oder die Waffe, eine geile AMP oder sowas. Bei Arve zumindest, da hast du dann wieder verkauft. Das war so richtig süchtig, Alter, Digga. Ich war auch richtig krank da in dem Game. Ich hab zwar immer nur Inferno gespielt und das 1 und 2, aber ich hab das Game so geliebt, Junge. Genug geübt. Das ist noch viel schwieriger als CSGO, als Call of Duty. Also, wenn du CSGO bei Global Elite oder 2-3 Ranks weiter unten mitzocken willst, da
musst du 10-mal so viel können als in den Gimme hier, Alter. Da kannst du nicht einfach gedrückt halten bei den Waffen. Hey, Namen! Vielen Dank für deine 50 Sterne, mein Guter. Daniel und Emil, grüßt euch. Jetzt aber wirklich last round. Come on, gib uns eine gute Lobby. Wir gehen hinten Hometown raus und dann machen wir jetzt einen Shit, Alter. Komm, wir haben drei. Guck mal, das ist das Bermuda-Dreieck. Das ist das Bermuda-Dreieck. Da müssen wir aufpassen, wenn wir da mit reinfliegen. Das geht nachher ein bisschen nach hinten los, der Rotz. Wolfenstein war auch mega früher. Ja, wir wollten ja nicht mit CSGO oder mit irgendwelchen anderen Competitive Games, sondern natürlich war das geil, Digga. Hab ich geliebt. Letzte Wolfenstein. Ja, was? Machst du noch einen Zwischenschmack? Kein Kopfgeld, ja. Ein Kopfgeld ist schon mal was. Das ist schon mal was. Die nächste Lupe war hier oben. André, grüß dich mal lieber. Wie geht's euch? Gains. Nix. Das kann ich damit, die kommen natürlich raus aus meinem Haus, Alter. Seid ihr hässlich oder was? Ich krasch aus. Wenn ich ein sauber Ivo dann mach. Hier ist noch ein Rucksack. Nehmt euch den, komm, nehmt euch den Rucksack weg da unten. Gönnt euch den Rucksack. MP entdeckt. Alter, schlagen die Granaten, sag ich euch. So, I love him, Digga. I love it, dude. Love is in. Ivo, dann nimmst du den Rucksack nicht mit. Ich hab extra markiert. Was denn ein? Das gibt's doch nicht, Digga. Das gibt's doch. Ihr wollt meinen mit Absicht nicht nehmen. Hundertprozentig. Du hast extra nach einem anderen gesucht, Mann. Hier war ein Rucksack drin bei mir im Grün. Also, Matti und Wolfi, wenn ihr wollt. Oder wollt ihr den auch nicht nehmen? Wollt ihr auch nach einem anderen suchen? Ihr Schweine. Jetzt habe ich einmal ein Bier aufgemacht. Gönn dir mal ein Guter. Was trinkst du da Feines? Was trinkst du da Feines? So früher dieses Baum, auf dem Baum war das Bier war meistens immer so Krombacher, Hasselröder, Radeberger. Das war mal so früher Bauarbeiterbier, Alter. So, jetzt habe ich hier noch ein Seil und eine Plattenkiste. Wir können einkaufen, Leute. Wir können aber auch einfach warten, bis die Kinder kommen. Ich kann trotzdem bei mir einkaufen. Könnt ihr schon mal wieder herkommen, danke, schau. Händler markiert. Warte, wenn. Was ist das? Bei der anderen schon. Ja, bei mir einkaufen. Ich geh erstmal zu meiner Kiste. Danke, ciao. Eine Kiste nur. Matti, kommst du bitte her? Sonst kommt dich der Jäger holen mit dem Schießgewehr. Augustiner ist natürlich auch was Feines, Digga. Ich habe mich so ein bisschen in Spaten verguckt. In das Spatener Bier hier. Auch ein Münchener Bier. Auch richtig lecker. Eine Kiste oder mehr? Eine nur. Was spiel ich denn jetzt für eine Kombo, Alter? Wer schießt denn da auf mich, Alter? Ja, ein Bombe kommt auch schon angeflogen. Jo, genau über mir. Das ist jetzt die. Oh, Digga, ich seh die Bombe! Ja. So ein Hund, Digga, Alter. Ja, Laudi weg, super. Laudi ist echt weg, Alter, lol. Der ist ausgestiegen. Da können wir noch eins holen. Der ist ausgestiegen vor uns. Kommt zurück, Matthias. Kommt zurück, Matthias. Ihr braucht eure Waffen, Digga. Er fährt weiter. Wir müssen Laudi kaufen für euch. Ich kann eine UGM rauslegen, wenn ihr wollt. Spaten ist echt gut. Ich zum ersten Mal getrunken, habe ich ein bisschen an Gunner gedacht, wo ich das Wort Spaten gelesen habe. Ja, ja. Ich habe sogar Vergünstigung. Ich würde noch eine Drohne kaufen, nehme ich noch mit und dann gehen wir auf Pusher-Modis. Ich lege eine UGM raus für einfach euch. Ich kann eine UGM oder PPS raus, weil ich was leben. Ja. Sprich, keiner. Das habe ich jeden Tag so bei jedem Supporter-Game, ja, Digga. Ja, ich muss immer mit mir selber reden. Jo, wenn wir hinfliegen, Alex. Ah, lass uns doch da vorne hinfliegen. Redet ein bisschen mehr, ihr kleinen süßen Mäuse. Seid diese Geschichte an. Oh, Bomber! Aber genommen hat sie jemand. Ja, ich hab sie genommen. Der wird unsere Kiste wieder kaputt machen, der Assi. Oh, jo. Mit dem Bomber, Junge. Ja, oh. Klippen. Ich glaube, der ist runtergesprungen, oder? Passt mal auf. Bin mir nicht sicher, dass er so aus gerade. Nee, doch nicht, oder? Nee. Sniper von rechts. Immer wieder denkst du Sniper, Digga. Ich liebe dich doch dafür, ja, ja, Junge. Ja, klar. Ja, klar, Brudi. Ist ja schön, dass man immer noch drauf reinfällt, nach ungefähr 100 Zimmer. Der Rucksack müsste noch oben. Ah, Mensch, Bruder. Gib mir nicht an, mein Herz, bra. Lass mal zum Bunker.
Ja, komm, warum nicht? Also, why not? Das Geld werden wir brauchen, alle Mann, wenn wir tot sind. Wir brauchen die Kohle für uns, Junge. Ich spar das Geld, bald wird es teuer, Junge. Die drehen alles hoch, Junge. Die drehen alles hoch, Alter. Bald gibt es ja ein neues Bürgergeld. Da heißt ja nicht mehr Hartz IV, heißt das Bürgergeld. Hört sich nicht mehr ganz so abwertend an. Jo, was machst du so beruflich? Ne? Ich krieg Bürgergeld. Ja, okay. Das hört sich mir mal besser an. Liebe vom Bürgergeld. Eine feine Sache. Oh, Toten stehen nicht mehr mit, kannst du den Ballon haben. Ah, die Kiste ist da auf, ich mache die mal. Lass die mit Absicht immer zu, damit die denken, dass die Leute da schon nie gewesen sind. Dann gehe ich wieder heimlich zurück und öffne die noch. Ja, weil. Die Kiste hat auch noch vergessen von euch einer, die Kiste hier wieder hinten drin. Habt ihr alle Ghost? Ja. Taktische Atombombe ist unterwegs. Ich dann jetzt auch. Da lachen wieder Einstiegstoken, ihr blinden Kinder, Alter. Wer hat die jetzt genommen von euch? Das gibt es nicht. Ihr lauft alle dran vorbei, ihr kleinen Kisten-Junkies, Junge. Kisten-Junkies, wie das Wort, das passt zu mir, Alter. Wieder hoch da, wir gehen hoch. Junge, ich und Ivo auf dem Brave. Ich hab doch so einen Token. Der Unterschied, ja, ich mache alle auf, aber ich nehme auch alles mit. Ah, kannst du glauben, Digga. Ey, ich spamme durchgehen, viel, egal was drinnen liegt. Ich lasse meine Waffe sogar liegen und am Ende renne ich zurück und sammle meine Waffen wieder ein. Weil ich so ein richtiger Assi bin, Digga. Mir scheißegal. Ich hab alle Perks schon. Willst du sagen, du bist jetzt Spezialistenmodell, willst du sagen, Matthias? Eifrig hab ich nicht. Auffüllen hast du ja? Aber ich hab. Ja, ja. Handgestellt, Kampfspeer. Ja, KD, alles. Ja, ein Spezialistenmodell. Ich hol jetzt eine Drohne raus, Leute, komm. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Aufklärung. Oh, was? Bei uns? Bei uns und bei uns hier hinten. Habe eine Position markiert. Ist der oben drüber oder unten drin? Der ist oben drüber, der Dude. Der läuft jetzt hier gerade unter mir lang. Breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Feindliche Drohne ist aktiv. Da muss hier irgendwo liegen, hä? Mich rollen? Check. Der kann nicht weg sein. Mann, ey. Alex, am Ballon? Ich hätte noch so runterfliegen können, aber gut, dann geht der, Digga. Du bist niedlich, ja, Junge. Ich kann dich nicht mehr da drücken, ne, Junge. Wieso? Okay. Wo ist denn der gewesen, Bro? Drinne. Was ist das ein geiles Ding, Alter? Drinne, ey. Was für eine Auskunft. Danke dir, Bro. Vor uns haben sie wieder gekauft. Ja, lass uns da hingehen, komm. Du hast keine, was? Neben uns heute auch wieder gekauft. Neben uns wieder gekauft? Doch, bei uns gerade wieder gekauft, Digga. Ist das hier gerade suchen, verstecken oder was, Freunde? Würde mich verarschen? Holt mal bitte eine Drohne, einer von euch, Leute, komm. Der hat aber Geist, der Typ. Okay. Ich hab keine Ahnung, wo die Schüsse herkamen. Break. Das Schild Break? Wo ist denn der? Der ist kaum. Anderes Team ist da, Matthias oben. Ja, Dicker. Ja auch. Aktivität, mich hat's echt übel erwischt. Rechts, die sind rechts, Matthias. Rechts von uns raus, springst rechts. Ja, auch nicht. Ja, nicht. Also, ich glaube, bald. Ich bin noch da. Sniper oben. Aua. Ah, Digga, kannst du abholen, Matti, hier kannst du auf die Fresse. Bin zu doll hier gerade, Digga. Ich weiß nicht, wie wir hier wegkommen wollen. Ich gehe mal hinten rum, Leute. Schön, Sniper. Wo ist denn der Wichser, Digga? Ich sehe den laufen. Hier. Ja, ja. Sei vorsichtig. Von links auch noch ein Sniper hinter mir links, Digga. Hinter mir links am Einkaufswagen. Oh, stand was? Es war's doch komplett. Links sind wir gerissen heute.
Bock. Sauber, Wolfi. Sniper ist immer noch da oben, der Sniper. Rechts ist auch ein Sniper. Digga, ich werde von allen Seiten gepickt wie ein dummes Lamm, Alter, Digga. Jo, nee, Alter. Ich hab echt den Bock mehr gerade. Müssen wir Houdini machen. Ich seh's in der Bahn. Na, Marci. Digga, von wo schießt ihr denn jetzt bei euch hinten, Digga? Links von dir, Matti. Genau hinter dir ist der Wichser. Ich bin tot. Ach so, tot, das ist ja kacke. Ich, so, das da. Ich weiß schon, wo der geschossen ist. Das sind zwei verschiedene Teams gewesen, Leute. Aber Geld. Aber Ivo. Flieg mal, ich weiß nicht wohin, Bro. Keine Ahnung, ich bin Diggi. Oh, wo die Zone rein, wo du sicher bist. Ich hole gleich nochmal eine Kiste für euch, wenn wir uns irgendwo treffen. Kannst du von mir aus zum Einkaufswagen? Wenn wir uns hier oben treffen. Ich bin Orange, okay. Digga. Hubi, am besten haust du ab von mir. Digga, hinter mir schon. Digga, die sind schlecht wie Saudi-Bitches, Mann. Oben, Tobi, oben links. Ja. Hier oben laufen sie. Ich zieh los. Versuch dich zu holen. Die fighten, ja, die fighten, deswegen geh ich da jetzt auch hoch. Da können wir noch ganz vorne, ganz hinten im Cluster. Der kommt über uns aufs Dach. Auf dem Dach, den hab ich. Liegen auch Waffen. Komm, der nächste. Schiff weg. Keine Angst, ich bin hier. Nein, meine Fresse, danke. Ja. Ich werde beschossen. Du wirst schon wieder. Ach, wir nach oben. Sofort. Geh rechts weg. Dein Teammitglied hat den Gulag gekriegt. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Ich rücke vor. Versorgungsstation markiert. Nein. Ja. Du hast die feindlichen Verfolger abgehängt. Klug entwischt. Dein Teammitglied hat den Kampf verloren und kehrt zur Wand. Es fehlt dir noch 200. Wenn du runterkommst, kann ich nichts so noch holen. Wenn dich erwischen, ist es vorbei. Erledige es. Komm geflogen. Hast du es hingelegt? Nee. Ich muss es noch machen. Ich hab da jetzt 2-2 für einen, Dicker. Wir bräuchten quasi 4-4. Da haben wir doch sogar zusammen. Ja. Das ist doch nice, sind alle beide wieder da. Ich würde gleich weiterfliegen. Ja, machen wir auch, Digga, machen wir auch. Ton noch rein, ich leg gleich eine Waffe raus. Ich weiß nicht wohin, hier hinter irgendwo in die Richtung. Wir haben eine Lupe hier. Können wir Lupe machen, können wir ummachen. Wir ballern die aber gerade von da. Ja, dann gehen wir rechts weg dann. Na. Runter und so. Fangen wir hinten an, bei den Häusern. Ja, können wir machen. Für die Wildcard. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. MP kann aufgesammelt werden. Warte mal, hier ist eine Waffenkiste, Matti, unter mir, eine für euch. Hier. Schnappt sich das jemand? Könnt ihr euch gönnen? Ja. Matti, dann du wenigstens meine eigene Stand hier, komm her. Er hat dich schon geholt. So, ich hör echt gar nichts, Alter. Das nervt mich so sehr. Das war wie bei mir den Tag, Digga. Alles umgestellt war. Ich hör nur laut, also nur dich übelst laut. Und da mit dem Hintergrund ist man ganz leise. Die ich aber auch nicht, Alter, Digga. Ich kann auch an Game an sich liegen, dass das so broke ist, Alter. Ivo, guck mal hier, Ivo, kommen mehr Platten. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Ich kann noch einen Lodi holen. Dann lass einen Lodi kaufen, wir brauchen ein bisschen Shop. Links haben sie vorhin, lass uns hier einkaufen. Direkt bei mir. Gegner? Den Shop. Wo denn? Ach, da oben den ich markiert hab, meinst du? Ja. Direkt. Ja, direkt sagt er, ich könnte schon mal einen Rind ziehen, Junge. Ja. Rum. Gib mir jetzt mal das Geld raus. Meter. Gib schon mal das Geld raus, bitte. Das sind insgesamt 109 Meter, bitte.
Ich kenne dich schon wieder eine neue lang, Junge. Ich ärgere doch gerne. Ich ärgere euch doch gerne, ihr Lieben. Das wird jetzt ein Run in den Tod. Hier liegen noch mal eigene Waffen und ein Rucksack. Oh, keine eigenen Waffen, sorry, aber ein Rucksack. Ich werde die Kiste zu euch schmeißen, nur zur Info. Ich will bloß, dass ich da alleine sterbe, falls es sein soll. Der Kapitän geht immer mit seinem Schiff unter, Leute. Wir zahlen ja Evo 7,5, ich Depp. Da hol ich mal noch eine Drohne. Oh, Sniper. Oben auf dem Dach, Digga. Oh, ich glaube, ich krieg die Kiste nicht, Digga. Ich muss die ficken, wie sonst weg. Ja. Ja, ist doch gut. Bleib wachsam. Ein feindliches Team verfolgt deine Position. Oh yeah. Hast du irgendwie versucht zu mir? Ich bin schon unterwegs. Kann er nicht schnell kriechen. Rückkehr zum Auftanken. Du bist mir der Wichser, ich will nicht da hochkommen. Aktivität! Im Fenster? Ja, warte, ich. Hab jetzt echt schon den Sniper genommen. Hast du Platten? Ich hab noch, ja. So, wir gehen jetzt zu Ivo. Bei mir ist auf jeden Fall einer drin im Haus. Der belebt einen wieder, der belebt den wieder. Ich hab zwei. Fliegen auch Rucksäcke. Kommen sie bei uns. Oh ja, der nächste ist noch hier, der nächste Ivo unter dir. In dem Haus sind auch noch welche drin, ne? Die ziehen dich mit dem Seil weg. Ich glaube, das mit dem Seil auf jeden Fall weg. Der andere geht auch zum Seil hin. Das Schildbreak, ein Schildbreak. Läuft links lang, ja. Sniper von rechts. Ganz weit rechts außen hier. Braucht einer von euch noch eine UGM, ja oder nein? Nee. Okay. Ich habe den Sniper jetzt mitgenommen. Du musst einen Ivo, gib mal Ivo Platten, Ivo, komm mal runter, zieh mir Brudi hin. Matti, ja, schau, komm noch, gell? Ja, kriegst du auch gleich immer zwei. Kommt mal mit, Leute. Ja, bei mir im Haus habe ich auch noch welche. Da sind noch zwei Rucksäcke bei mir im Haus drin. Welches Haus war denn das? Das Haus hier. Ich geh da mal kurz hin. Ich kaufe nochmal eine Drohne. Ich kaufe jetzt erstmal eine Drohne nochmal ein für 4,5. Es leben nicht mehr so viele. Die Drohne könnte es echt werden, Hamulis. Durch ein defensives Spiel schön viel reden, dann klappt das so, ja. Ich da hochkomme. Ja, mehr geht ja auch nicht, Digga. So, lass mal dein Haus hier unten drinnen liegen, die Rucksäcke. Unten drinnen, der Treppengang. Das ist ja leer. Da weiß ich doch nicht, da hab ich nicht gelootet, Digga. Das ist ein leerer Rucksack. Matti, ich geb dir noch hier, komm. Ivo, hier. Ibuprofen. Ja. Nimm alle bitte, Ivo. Danke, nehm ich. Nee, Spaß, hier, Ivo, komm her, Digga. Nimm die Platten, Ivo. Ivo, zurück! Du, Ruck! Hier ist eine Gasmaske, ihr Lieben. Gasmaske zum Mitnehmen. Gönnung. Gasmaske, nimm alles mit, Junge. Bis nix schlechter wird. Die haben wiederbelebt. Ey, ich werd anvisiert. Von wo? Feinde landen im Einsatzgebiet. Über uns hier. Über uns hier, was ist? Ja, ich bin da nicht da oben. Ich glaube, ich schaue da mir. Ivo. Ich komm rein, mein Jutta. Menjo, zum Poppy. Du wolltest hinterher, aber war gut. Du warst da. Du warst eifrig, Junge. Genau. Das war die Hauptsache. Drohne hau ich raus, Leute. Dann mal gucken, was hier los ist. Ach, auf dem Dach genau gegenüber oben. Ja, beim Shop auch. Schildbreak. Das Kämpfen ist vorbei. Das Gas breitet. Eine Spannung drin. Neue Sicherheitszone wird markiert. Wo ist das? Ich will nur. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Schildbreak, da oben, der Dude. Ja, hab ich noch einer ist nach links gerannt, noch einer, ja. Ja. Da wo wir gerade drin waren, war auch noch einer, oder? Ja, vor mir ist der Matti. Brauch Hilfe, Matti, vor mir! Oh, wie schnell ich immer droppe, wie eine kleine Bitch, brah. Ich geh dich kaufen. Jo, bitte kauf mich, Bitch. Kauf mich wie eine Bitch, brah. Ich hab den nicht. Ja, dann spielt zusammen, egal, dann lauf weg, aber spielt zusammen bitte. Wir können das Ding reißen. Da, Ivo, gute Pussy. Ich muss meine Waffen irgendwie. Ich flieg jetzt mal zur Kiste runter. Wir haben ja zwei Kisten schon da, Alter. Hyper. Ich glaube, ich spiel jetzt mal lieber mit richtigen Waffen.
würde gerne alarmiert rausnehmen. Ach, na klar, Digga, nimm raus, was du brauchst, Bro. Bist du ein Sniper, Alex? Nee, nee, alles gut, danke dir. Ich spiele gerade ein bisschen UGM-Hitze. Ich hab gerade überlegt, ob ich Sniper spiele, ob ich für Slate Cam bei Capital. Ich hinten auf dem Dach. Okay. Orange Mark oder was? Das ist mein Loot. Ja, du kannst den Zeiger auch wiederholen. Ja, außer die goldene Bandmaske. Hast du die echt genommen? Ja, zurück. Groß, umtauschen, aber ganz schnell. Kann nicht tauschen. Ja, klar, kann man rauslehnen. Dumme Schwein, ich hab mir die scheiß Maske wieder. Rast mich auch aus, Digga. Macht der auch noch ein Terminal, Alter. Nee. Dahinter kommen die. Digga. Schürre. Nix. Hey, was soll der Scheiß? Ich sehe nichts mit meinen Laserstrahlen. Oh, die Richtung. Hab ich? Hinter mir noch. Da. Da links, wa? Wo ist denn noch einer? Weiß ich gar nicht, hier drüben links. Neben Gebäude. Hier oben im Fenster. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe. Mhh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 h
Haben wir den Schildbreak auf jeden Fall. Müssen aufpassen, gegenüber und auch welche drauf, Digga. Hab ich ihn noch drüben? Kann ich finishen, kann ich finishen. Hast du einen Granat oder so? Wo ist der denn? Doch, doch, hab ich. Werfe Granate. Da hinten. Da hinten, Digga. Noch mal ein K.O., Digga. Ich geh da rüber jetzt, Digga. Ja. Oha, man hat was gehört. Ach, Digga. Ein Sniper von ganz anderen Team. Ach man, ey, hätten wir die jetzt gefickt, Digga. Hätten wir... Ach man, Digga. Ich hab zwei geholt, einer hat nur noch gelebt, Digga. So ärgerlich, Junge. So ärgerlich, ein spannendes Game gerade gewesen, Leute. Ja, vielen, Alter. Dann sag ich mal schönen Danke, süßen Mäuse. Euch eine gute Nacht, schlaft gut. Bis morgen um 10:30 bin ich wieder da. Morgen. Haut rein, ihr Lieben. Danke, ciao, ciao, bye, bye. So, danke nochmal für die Gifte Zaps, Christian, mein Lieber. Freue ich mich sehr doll drüber. Euch natürlich auch eine gute Nacht. Schlaft schön, träumt was Schönes. Hab euch liebe Süßen. Bis morgen, 10 Uhr. Gute Nächtle, bye, bye. Tschüss, tschüss. Ü, ü, bü, bü.